Wir werden die Regierungen zum Handeln zwingen. Und wenn sie das nicht tun, werden wir sie stürzen und eine Demokratie für unsere Zwecke erschaffen. Darf ich fragen, ich bin neugierig, du weißt, dass Calgary eine Ölstadt ist. Warum geht ihr nicht nach China oder Saudi-Arabien, um dort zu protestieren? Weil wir jetzt hier sind und ich nicht mehr fliege. Und um dorthin zu kommen, wäre es nötig gewesen. Aber ich meine, ich ging hierhin, weil ich eine Einladung erhielt. Wenn ich eine Einladung für China bekommen würde, würde ich natürlich nach China gehen. Als ich also 11 war, wurde ich krank. Ich bekam Depressionen, ich sprach nicht mehr, aß nicht mehr. And I stopped eating. In 2 months, in 2 Monaten verlor ich etwa 10 Kilogramm. Später diagnostizierte man bei mir das Asperger-Syndrom OCD. Glaubst du, es ist angemessen, dass, ein Kind, das über seine mentale Schwäche oder Krankheit berichtet, so ausgebeutet wird? Sorry, ich denke, wir arbeiten übrigens gerade. Sie durchs ganze Land reisen zu lassen, nach dem Motto in etwa, wer immer dir einen Tesla gibt, glaubt ihr, dass es angemessen ist, wenn ihr sie nun von ihrer mentalen Krankheit habt sprechen lassen? Ich habe keine mentale Krankheit. Also hast du keinen schweren Autismus? Das ist keine Krankheit. Also denken Sie, dass es vollends akzeptabel ist, mit einer 16-Jährigen im Land herumzureisen? Ich reise übrigens mit ihm. Also werden Sie uns nun die Finanzen offenlegen? Werden Sie uns erzählen, wer für Ihre Reise bezahlt, Ihren Tesla und Ihr Erscheinen inmitten einer Wahl? Vielen Dank. Ich bezahle. Sie zahlen für alles? Sie zahlen für den Tesla? Niemand bezahlt für den Tesla. Nein, der Tesla war geliehen. Wir liehen uns den Tesla umsonst. Sie haben sich den Tesla umsonst in New York geliehen? Ja, von Arnold Schwarzenegger. Haben Sie sich als Werbender für eine dritte Partei während der Wahlkampfperiode in diesem Land registrieren lassen? Wir sind mitten in einer Wahl, verstehen Sie? Ich bin sicher, sie wird überhaupt nicht über die Wahl sprechen. Das werde ich nicht. Ich habe die Wahl gar nicht erwähnt. Du verstehst, dass Klimawandel ein ausschlaggebendes Thema ist in dieser Wahl? Wir sind gerade beschäftigt. Dies ist eine entscheidende Frage in dieser Wahl und du bringst dich als Ausländerin in den politischen Diskurs ein. Ich habe gar nicht über Politik gesprochen. Klimawandel ist Politik, nicht wahr? Nein, er ist Wissenschaft. Also wird Wissenschaft das Problem lösen? Möchtest du technische Lösungen für den Klimawandel oder sollen Politiker das Problem lösen? Ich würde es wirklich begrüßen, wenn sie nicht mehr mit uns sprechen. Wir haben ein Meeting. Also mischst du dich als Ausländerin im Ausland in politische Gespräche ein? Also, das ist jetzt leicht belästigend. Und wenn nötig, stehe ich in Kontakt mit der Polizei. Werden sie ihre Finanzen offenlegen und werden sie sich als dritte aktive Partei registrieren lassen? Werden Sie sich als Partei registrieren lassen? Vielen Dank. Mittlerweile wird die Überinszenierung Gretas durch ihre Hintermänner zusehends zu einem Problem. Das Mädchen lebt showgetrieben wie ein Hollywoodstar mit dem Terminkalender eines Spitzenpolitikers. Fotoshootings, Presseinterviews, Parlamentsreden, Demonstrationsauftritte und dazwischen das Dauerbaden im Social-Media-Strom. Immer häufiger ist das Publikum irritiert über verunglückte Inszenierungen, übertriebene Redetexte, um durchschaubar Schlagzeilen zu produzieren, wie beim How Dare You-Auftritt. Oder Spektakel wie das der Atlantikfahrten. Diese bringen zwar schillernde Fotos hervor, aber auch jede Menge CO2, wenn zur Organisation des Turns ganze Segelteams eingeflogen werden müssen. Nun sorgt das melancholische Kunstfoto aus der Bahn für die nächste Debatte. Denn aus Sicht des Publikums verrutscht immer wieder der Vorhang im Greta-Schauspiel und hinter dem tapferen, verletzlichen Kind wird ein zynisches Medienspiel sichtbar. Gretas Twitter-Botschaft vom Boden eines überfüllten ICE ist nämlich nur die halbe Wahrheit ihrer Reisegeschichte mit der Deutschen Bahn. Sie saß mit ihrem gesamten Team für den großen Teil ihrer Deutschlandreise in den weichen Sesseln der ersten Klasse und ließ sich liebevoll und fürstlich vom begeisterten Zugpersonal bedienen. Das Twitter-Bild vom Fußboden empfanden daher nicht nur die Schaffner und Mitreisenden als Frechheit. Das war einfach sichtbar gewordene billige Mitleidsheische und gezielte Irreführung der Öffentlichkeit. Die Deutsche Bahn stellte sich vor ihre Mitarbeiter und enttarnte die Halbwahrheit. Zitat: Noch schöner wäre es gewesen, wenn du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent du von unserem Team an deinem Sitzplatz in der ersten Klasse betreut worden bist. Zitat Ende. Damit ist der Eklat da. Und nur mehr ganz grüne Zeitgenossen ärgern sich zuvorderst über die Bahn, die die Posse des Greta-Schauspiels entlarvt hat. Das Meinungsklima um Greta kippt langsam.
Gretas Team verteidigt sich mit allerlei Einlassungen über Twitter, veröffentlicht eilfertig eine Videosequenz, die doch beweise, dass sie zeitweise wirklich auf dem Boden gesessen habe. Doch der Eindruck, sie sei bei einer Inszenierung mit Halbwahrheiten erwischt worden, ist da. Und während man noch zum Bahneklat herumtwittert, bricht der nächste Greta-PR-Skandal los. Denn bei ihrer letzten Rede vor der Heimfahrt nach Schweden attackierte sie abermals pauschal die Politiker und rief ihrem johlenden Publikum in beinahe hasserfüllter Weise zu: Wir werden dafür sorgen, dass wir sie an die Wand stellen und dass sie ihre Arbeit erledigen müssen, um unsere Zukunft zu schützen. Politisch Andersdenkende an die Wand stellen. Das klingt nach Aufruf zur Gewalt, nach Diktatur und Schießbefehl. Und noch größer als das Kopfschütteln über die scheinheilige Fotoinszenierung in der Bahn ist nun das Entsetzen über Gretas vermeintlich grüne Gewaltfantasien. Greta oder vielmehr ihr PR-Team beeilen sich bereits um Schadensbegrenzung. Über Twitter entschuldigt sich Greta. Zitat: Gestern habe ich gesagt, dass wir unsere Führer zur Rechenschaft ziehen müssen und leider gesagt, stellt sie an die Wand. Das war nur Schwenglisch und bedeutet, jemanden zur Verantwortung ziehen. Natürlich entschuldige ich mich, wenn jemand das falsch verstanden hat. Generation Greta. Wie die Angst vor dem Untergang eine ganze Gesellschaft und ihre Medien bewegt. Ein Teenager reist um die halbe Welt, um die ganze Welt zu retten. Und die Medien reisen mit. Doch Zweifel schleichen sich ein. Welches ist genau Greta Thunbergs Mission? Wer die Welt retten will, muss aus der Reihe tanzen. Die Überempfindlichkeit einer Jugendlichen und Asperger-Patientin scheint zum Muss aller Dinge geworden zu sein. Der utopische Sozialist Fourier meinte einmal, Universum und Mensch bilden einen einzigen Körper mit einer einzigen Haut, sodass jeder jeden Schmerz spürt. Das beschreibt die Hypersensibilität der Generation Greta sehr gut. Sie hat einen Medienhype ausgelöst, der jeden Versuch einer sachlichen politischen Argumentation im Keim erstickt. Greta bietet alles, was die Medien brauchen. Personalisierung und Emotionalisierung der Politik, die religiöse Unheilserwartung der Klimakatastrophe und das asketische Programm zur Rettung der Welt. Sie ist die Heilige einer grünen Ersatzreligion, die Heldin unserer Zeit, die die Authentizität ihres Anliegens durch Weltfremdheit und Kindlichkeit beweist. Man konsumiert die Sensationen des Unheils und die Szenen des Protests. Und überall, wo Protest die Reflexion ersetzt, sind die Massenmedien zur Stelle. Sie machen uns zu Zuschauern der Primetime-Aktivisten, die unsere Zukunft als Drohung verkörpern. Das Zeitalter der Massenmedien ist deshalb das Zeitalter des Entrüstungspessimismus und der Angstrhetorik. Greta Thunberg ist erst 16 Jahre alt, doch man kennt die Schweden bereits von Amsterdam bis Sydney. Das Mädchen mit dem Asperger-Syndrom ist der Kopf der Schülerstreikbewegung, die den Klimawandel stoppen will. Sie wird unterdessen für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. So wie in den 1960er und 70er Jahren revolutionäres Klassenbewusstsein produziert wurde, wird heute apokalyptisches Umweltbewusstsein produziert. Die Bewusstseinsindustrie hat von Rot auf Grün umgestellt. Und wie damals die Roten, so beuten heute die Grünen das Schuldbewusstsein der westlichen Kultur aus. Die Theologie des Weltuntergangs ist durch die Ökologie des Weltuntergangs ersetzt worden. Statt »Was darf ich hoffen?« fragt die heutige Religiosität »Was muss ich fürchten?« Seit dem Fall der Berliner Mauer beobachten Medienwissenschaftler eine Inflation der Katastrophenrhetorik. Offenbar hat das Ende des Kalten Krieges ein Vakuum der Angst geschaffen, das nun professionell aufgefüllt wird. Man könnte geradezu von einer Industrie der Angst sprechen. Politiker, Anwälte und Medien leben ja sehr gut von der Angst. Aber Wissenschaftler, die warnen und mahnen, setzen ihren Ruf aufs Spiel. Untergangspropheten waren schon immer die erbittertsten Feinde der Aufklärung. Das gilt gerade auch für die Ökopropheten der Klimaapokalypse. Aber die Welt ist noch zu retten, wenn wir alle am Gottesdienst der Vorsorge und Sicherheit teilnehmen. Schon heute ist die Religion des Sorgens und Schützens die eigentliche Zivilreligion der westlichen Welt.
Im Kampf gegen den von Menschen gemachten Klimawandel erleben wir eine Gefühlsintensität, die man nur als infantil bezeichnen kann oder eben als ekstatisch religiös. Die Öko-Religion hat durchaus ihre Priester, ihre Pilgerfahrten und ihren heiligen Gral. Greta und die Fridays for Future-Schüler sind die Kreuzritter der heiligen Welt. Wie ihre wohlmeinenden Eltern auch, machen sie ernst mit Nietzsches Idee des Übermenschen. Für die ganze Welt die Verantwortung zu übernehmen. Doch noch viel peinlicher als die Kinder, die die Schule schwänzen, um die Welt zu retten, sind die Erwachsenen, die sie dafür loben. Als ob die Weisheit der Kinder Orientierung in einer überkomplexen Welt geben könnte. Die Medien spielen hier natürlich eine Schlüsselrolle. Man könnte auch sagen, die Castingshows zeigen Wirkung. Nun wollen die Kinder nicht mehr nur als Models und Popstars, sondern auch als Politiker auftreten. Und tatsächlich werden in den Talkshows Schulkinder als Wahrheitszeugen präsentiert. Nun ist es völlig in Ordnung und geradezu natürlich, dass Kinder verblasen, Idealismus produzieren. Aber es ist bedenklich, wenn Medien und Politik das als Weltrettungsweisheit verklären. Nicht Regierungsorganisationen organisieren diese neue Religiosität, die auf den Namen Umweltbewusstsein getauft ist. Umwelt heißt der erniedrigte Gott, dem die Sorge und die Heilserwartung gelten. Dieses grüne Glaubenssystem ist natürlich viel stabiler als das rote, das es ablöst. Die Natur ersetzt das Proletariat, unterdrückt, beleidigt, ausgebeutet. Bewegende Umwelt. Die Enttäuschung des linken Heilsversprechens hat apokalyptische Visionen provoziert, nämlich solche vom Untergang der Umwelt. Weil die Hoffnung auf Erlösung enttäuscht wurde, interessiert man sich wieder für Schöpfung unter dem Namen Umwelt. Und dabei muss man nicht einmal auf den Rausch der Revolution verzichten. Die Öko-Religion ist der neue Glaube für die gebildete Mittelklasse, in dem man Technikfeindlichkeit, Antikapitalismus und Aktionismus unterbringen kann. Cui bono, wem nützt es? Die grüne Elite, die uns die Klimakatastrophe prophezeit und zur Askese auffordert, lebt selbst sehr angenehm im Grand Hotel Abgrund. Nichts verkauft sich heute in der westlichen Wohlstandsgesellschaft besser als Öko, Bio und Grün. Und längst hat Hollywood dieses Greenwashing in eigene Regie genommen. Seine Sterne und Sternchen präsentieren uns die Rettung der Welt als gute Unterhaltung. Es geht also um die Kunst, aus der apokalyptischen Drohung den Honig der guten Tat und der erfolgreichen Geschäftsidee zu saugen. Wie einst Nachhaltigkeit wird jetzt Klimawandel zum Schlüsselbegriff des Big Business. Wie man die Rettung der Welt als Riesengeschäft aufzieht, zeigt zum Beispiel die AG We Don't Have Time. Und nun wird es niemanden mehr überraschen, dass die Klimaaktivistin Greta ihre Werbefigur war. Die Finanzierung. Extinction Rebellion ist ein Kind der politischen Linken, das bereits in den Occupy-Protesten zutage getreten ist. Mit allem erdenklichen Komfort der modernen Gesellschaft ausgestattete Kinder aus der Mittelschicht ziehen gegen den Kapitalismus zu Felde. Eine Gruppe von Occupy-Übriggebliebenen hat den Entschluss gefasst, sich nunmehr als Compassionate Revolution in einem privaten Unternehmen, Limited Company, die auf Aktienkapital basiert, zusammenzuschließen und fortan den Kampf gegen den Kapitalismus unter dem Banner des Klimaschutzes weiterzuführen. Erklärtes Ziel der Gruppe ist es, eine andere Demokratie, eine, wie es heißt, richtige Demokratie zu schaffen, also das vorhandene System zu verändern, sodass am Ende alle wirklich gleich sind und es keine Armut mehr gibt. Das sind die hehren Ziele aller Kommunisten, bevor sie in der kommunistischen Wirklichkeit von Elend, Armut und Gewalt eingeholt werden. Climate Emergency Action Limited ist, wenn man so will, die Holding, unter deren Fittichen Compassionate Revolution steht. Compassionate Revolution wiederum ist ein wichtiger Geldgeber für Rising Up. Rising Up ist eine weitere kommunistischen Inhalten verpflichtete Gruppe, die das Ziel hat, die Gesellschaft in ihren Grundfesten zu verändern und die heile kommunistische Welt durchzusetzen. Die Motive sind wiederkehrend. Die derzeitige Gesellschaft ist ungerecht und nicht mehr haltbar. Sie muss vollständig verändert werden.
Es muss einen sozialen Wandel, richtige Gleichheit geben und Armut muss beseitigt werden. Die Versatzstücke sind durchweg aus kommunistischen Parteiprogrammen abgeschrieben. Der Klimawandel dient offenkundig nur als Vehikel, um den kommunistischen Umsturz durchzuführen. Extinction Rebellion ist ein Projekt von Rising Up. Extinction Rebellion nimmt im Vereinigten Königreich seinen Ausgangspunkt. Im Vereinigten Königreich gibt es mittlerweile 205 lokale Gruppen. An zweiter Stelle steht mit 38 lokalen Gruppen bereits Deutschland. Die Finanzierung von Extinction Rebellion erfolgt nach den Angaben der Gruppe zu 54% über Crowdfunding-Aktivitäten, die natürlich ein hervorragendes Mittel sind, um versteckt zu finanzieren. Die restlichen 46% stammen von privaten Geldgebern und von Organisationen, darunter Greenpeace, die Open Society Foundations von George Soros und die Guerilla Foundation von Antonis Schwarz, der als Philanthrop wohl von seinem Erbe lebt, in das der Verkaufserlös von 4,4 Milliarden Euro von Schwarz Pharma eingegangen ist. Die Guerilla Foundation ist der Link in die Welt der Geldgeber und ein Link, der ein erschreckendes Ausmaß von Vernetzung zeigt, welche dem Ziel dient, die vorhandene demokratische Gesellschaft gegen eine Gesellschaft, wie sie den Linken vorschwebt, auszutauschen. Und im Zentrum dieses Umsturzes findet man immer die Open Society Foundations von Soros. Die Guerilla Foundation ist Mitglied von unter anderem Edge und Ariadne. Ariadne ist eine private community that connects European donors and foundation staff working to support social change, human dignity, human rights and justice. Wie der soziale Wandel, der Ariadne vorschwebt, aussehen soll, kann man sich lebhaft vorstellen. Es ist eine moderne Wendung von Kommunismus. Bei Ariadne mit von der Partie, die Open Society Foundations von George Soros. Edge ist ein Zusammenschluss von 300 Geldgebern, die passionately engaged in local, national and international grantmaking sind. Auch Edge ist explizit dem gesellschaftlichen Umbau oder Umsturz verpflichtet und, wie bei Extinction Rebellion und den Organisationen, die hinter Extinction Rebellion stehen, wird der Klimaschutz als Vorwand benutzt. Mitglied der Edge Foundation ist auch die Bewegungsstiftung, die wiederum unter anderem von Attac und Greenpeace getragen wird. Wir finden also kontinuierlich dieselben Akteure, die das gemeinsame Ziel haben, die Gesellschaft, wie wir sie kennen, zu verändern und vor allem das vorhandene Wirtschaftssystem zu zerstören. In diese Reihe passt die Guerilla Foundation wie die Faust aufs Auge, denn die Guerilla Foundation unterstützt Organisationen, die handeln, paneuropäisch ausgerichtet sind, deren erklärtes Ziel darin besteht, die Organisation westlicher Gesellschaften zu verändern und die deshalb den Status quo so beeinflussen wollen, dass die Einstellungen und das Verhalten der Bürger und die Kultur der Gesellschaften verändert werden. Wie das geschehen soll, das sieht man derzeit in Berlin. Rising Up, der Mutterkonzern von Extinction Rebellion, wird von der Guerilla Foundation finanziell unterstützt. Das Netzwerk, das wir oben zusammengestellt haben, ist also ein Revoluzzer-Netzwerk, eine Art Neuauflage der kommunistischen Internationalen, deren erklärtes Ziel darin besteht, die vorhandene Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu verändern. Den Klimaschutz nutzen sie als Vorwand, um dieses Ziel zu erreichen. Klimaschutz bedeutet Antikapitalismus, Klimaschutz bedeutet Internationalismus, Klimaschutz bedeutet auch Kampf für Kommunismus. Die Aktivierung des Kollektivbewusstseins ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben, die man versuchen kann, weil den Leuten größtenteils nicht bewusst ist, wie sehr ihr Denken von stillschweigenden Regeln und als gegeben angenommenen Vorstellungen vorbestimmt wird, die, weil sie als selbstverständliche Wahrheiten erscheinen, die Ideologie unsichtbar machen. Eine wirklich uneingeschränkte intellektuelle Debatte fühlt sich bedrohlich an, weil sie danach strebt, aus diesem kognitiven Käfig auszubrechen. Schlimmer noch, dieser Käfig ist so heimtückisch, dass er sogar diejenigen beeinflusst, die sich bereits außerhalb des Mainstreams befinden. Passt das, also wenn man sich wehrt, gewaltfrei?
ich weiß nicht, ich möchte keine Gewalt, aber ich finde, auch dort muss man pragmatisch sehen, wie viel Zwang ist nötig, um zu einer Lösung zu kommen, die vernünftig ist. Und das heißt aber, dass man nicht den Zwang automatisch einbaut und dann wie so eine Steuer, die nie wieder verschwindet, da drin hat, sondern immer gerade so viel, wie nötig. Der Ökologismus ist nur ein Zerfallsprodukt des Marxismus. Die gescheiterte Verelendungsthese wird durch die Öko- und Klimakatastrophe ersetzt. Ziel ist die Auslöschung des Kapitalismus und damit der westlichen Freiheit. Roland Bader. Astroturfing. Der Begriff Astroturfing, Englisch, zu Deutsch etwa künstliche Graswurzelbewegung, bezeichnet insbesondere in den USA politische Public Relations und kommerzielle Werbeprojekte, die darauf abzielen, den Eindruck einer spontanen Graswurzelbewegung vorzutäuschen. Ziel ist es dabei, den Anschein einer unabhängigen öffentlichen Meinungsäußerung über Politiker, politische Gruppen, Produkte, Dienstleistungen, Ereignisse und Ähnliches zu erwecken, indem das Verhalten vieler verschiedener und geografisch getrennter Einzelpersonen zentral gesteuert wird. Die Methoden. Wie die meisten Formen von Propaganda versucht Astroturfing, die Emotionen der Öffentlichkeit gezielt zu beeinflussen und eine starke öffentliche Meinung mit einer bestimmten Ausrichtung vorzutäuschen. Die meisten bekannt gewordenen Fälle von Astroturfing stammen aus der Politik. Die übliche Methode besteht dabei darin, dass sich wenige Personen als große Zahl von Aktivisten ausgeben, die für eine bestimmte Sache eintreten. Sie verschaffen sich Aufmerksamkeit, indem sie beispielsweise Leserbriefe und E-Mails schreiben, Blog-Einträge verfassen, Cross-Posts verbreiten oder Trackbacks setzen. Sie erhalten von einer Zentrale Anweisungen darüber, welche Meinungen sie wann und wo äußern sollen und wie sie dafür sorgen können, dass ihre Empörung oder Anerkennung, ihre Freude oder ihre Wut vollkommen spontan und unbeeinflusst erscheint, sodass die zentral gesteuerte Kampagne den Eindruck echter Gefühle und Anliegen hinterlässt. Die Kosten von Astroturfing-Kampagnen sind durch die Effizienz von Internet und E-Mail stark gesunken. Es wird zunehmend auch Software, sogenannte Social Bots, eingesetzt, die es einzelnen Aktivisten vereinfacht, eine größere Anzahl Benutzerkonten in Blogs, Internetforen und sozialen Netzwerken zu verwalten und mit ihnen scheinbare Meinungsmehrheiten zu erzeugen. Astroturfing kann als Übernahme der Methoden des Grassroots Campaigning beschrieben werden. Seine Akteure verfolgen keinen demokratischen Bottom-up-Ansatz, sondern haben durch zentrale Koordination und Finanzierung eine Top-Down-Prägung, die sie jedoch zu verheimlichen versuchen. In Anlehnung an das Grassroots Campaigning wurde Astroturfing auch als Grassroots Lobbying bezeichnet. Da heimlichem Lobbyismus wie Astroturfing die Legitimität von Basisbewegungen fehlt, gilt es als Problem, wenn Astroturfing als solches identifiziert wird. Astroturfing, Framing und gezielte Beeinflussung des Overtone Windows, des Wahrnehmungsfensters, sind drei PR-Instrumente für den Erfolg der Grünen. Als klassisches Astroturf- und Framing-Unternehmen dürfte das Unternehmen Greta einmal in Psychologie-Lehrbücher eingehen. Der Blogger Don Alfonso hatte schon im März 2019 ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmtes Strategiepapier veröffentlicht, das zeigt, wie straff und wie professionell die Fridays for Future-Bewegung tatsächlich organisiert wird. Vor allem von den Grünen. Das momentan laufende Projekt heißt, Klimapanik zu erzeugen. Es wurde 2016 von der US-amerikanischen klinischen Psychologin und Klimaaktivistin Margaret Klein-Salomon entwickelt. Man müsse vom Klimanotstand reden, unmittelbar bevorstehende Untergangs- und Endzeitszenarien aufzeigen und so Panik erzeugen. Wobei Frau Klein-Salomon abgeschrieben haben muss. Steven Schneider, ehemaliger Klimawissenschaftler und Mitglied des Weltklimarats IPCC, hatte Anfang der 70er Jahre noch die Theorie einer globalen Abkühlung vertreten. 1989 offenbarte er die Strategie in einem Interview mit der Zeitung Discover. Zitat: Wir müssen breite Unterstützung bekommen, um die allgemeinen Vorstellungen zu vereinnahmen. Das bedeutet natürlich eine Menge Medienberichterstattung. So müssen wir schaurige Szenarien anbieten, vereinfachende, dramatische Erklärungen abgeben und eventuelle Zweifel, die man haben könnte, nicht erwähnen. Zitat Ende.
Bei deutschen Demoauftritten Thunbergs weichen zwei Personen der 16-Jährigen so gut wie nie von der Seite. Luisa Neubauer, eine Art Klimajugendbeauftragte der Grünen, und Jakob Blasel, Greenpeace-Aktivist und Mitglied der Grünen Jugend. Zwei gut aussehende und mediengewandte junge Grüne, ein praktisch unkritisierbares Kind im Rang einer Prophetin. Dieses Trio wirkt so smart zusammengecastet wie eine der notorischen 90er-Jahre-Boygroup-Bands. Zu den Schülerdemonstrationen kommt nicht nur eine fast durchgehend wohlwollende Begleitung durch die etablierten Medien, wo wiederum das Herz der Journalistenmehrheit für die Grünen schlägt. Ein weiterer wichtiger Verstärker für die Öffentlichkeit ist auch das fast gleichzeitig entstandene Parallelnetzwerk der Scientists for Future, das für die nötige argumentative Unterfütterung sorgen soll und welches behauptet, Zitat, 16.000 namhafte Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu vertreten. Zitat Ende. Als Initiatoren treten unter anderem der aktivistische Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans-Joachim Schellenhuber, auf, dessen Stellvertreter Johann Rockström sich gerade in einem Interview mit frei erfundenen Behauptungen und Zahlensalat, Zitat, ein Steak enthält 70 Liter Erdöl, Zitat Ende, blamierte und seine Behauptungen zurücknehmen musste. Die Netzwerke von Grüner Partei, Fridays for Future-Schülern, journalistischen und institutionellen Unterstützern bilden das AstroTurfing-Geflecht. Wie wenig Spontanität darin steckt, zeigt sich beim Studium der Theorietexte dieser Bewegung, den schon mehrere Jahre alten Publikationen der US-amerikanischen Psychologin Margaret Klein-Salomon. The Transformative Power of Climate Truth und Leading the Public into Emergency Mode. In ihren Texten, die Öffentlichkeit in den Notfallmodus führen, empfiehlt Klein ein Vorgehen, das sich wie ein Drehbuch der Fridays for Future-Bewegung liest. Dort heißt es, Zitat, das Akzeptieren der Klimawahrheit kann nicht nur dein bürgerliches und politisches Engagement beeinflussen, sondern auch deine Prioritäten, Ziele und dein Identitätsgefühl. Üblicherweise heißt es in der Argumentation der Klimapolitik, dass Furcht nicht funktioniert. Der Öffentlichkeit die erschreckende Wahrheit zu erklären, würde nur vor Klimaaktionen abschrecken und die Aufgabe der Klimabewegung bestünde darin, den Klimawandel als handhabbares Problem mit handhabbaren Lösungen darzustellen. Aber Verzweiflung, Panik und Angst sind nicht nur die einzigen Antworten auf die Klimawahrheit. Der Notfallmodus ist der Modus der humanen psychologischen Funktion, der eintritt, wenn Individuen oder Gruppen optimal auf existenzielle oder moralische Notfälle reagieren. Dieser Modus des humanen Funktionierens, der sich von dem normalen Funktionieren unterscheidet, ist von einer extremen Konzentration von Aufmerksamkeit und Ressourcen geprägt, um produktiv zusammenzuarbeiten und den Notfall zu lösen. Um diesen Weg zu beschreiten, müssen die Menschen erkennen, dass sie mit einem Notfallproblem konfrontiert sind, das Notfalllösungen erfordert. Zitat Ende. Genau dieser Empfehlung, bewusst im Panikmodus zu sprechen, folgt das gesamte Netzwerk, dessen Zentrum die Grünen und die Greta-Bewegung bilden. Die Protagonisten arbeiten die Gebrauchsanweisung mit entsprechendem Framing und Wording regelrecht ab. Greta Thunbergs emblematischer Spruch lautet bekanntlich: Ich möchte nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Zitat Ende. Bei Luisa Neubauer klingt das dann so. Zitat, denn es fühlt sich tatsächlich so an, als würden wir in einem Auto sitzen, das auf einen Abgrund zusteuert. Doch anstatt zu bremsen, wird beschleunigt. Wir wurden in dieses Auto gesetzt, ohne dass wir gefragt wurden. Es gibt diesen Abgrund wirklich. Zitat Ende. Bei der Mikrobiologin Antje Boetius, Mitglied bei den Scientists for Future, hört es sich so an. Wir haben nur noch 10, 12 Jahre und dann sind Dinge nicht mehr rückkehrbar zu machen. Und das fehlt mir. Das wird auch dem Bürger verheimlicht, für was wir da stehen. Und das geht nicht mehr. Man muss auch nicht immer so tun, als wären alle doof da draußen, sondern es wird immer klarer. Und die Kinder und die Jugendlichen, die wissen das, die sagen das und wir Wissenschaftler stehen hinter ihnen. Die Zeit ist um. Es muss einen großen Schritt geben und es geht auch nicht um das bisschen mehr oder weniger Deutschland alleine, sondern es geht um die Innovation, um die Wirtschaftsleistung.
die da kommen muss. Es geht um Verbündete finden. Es geht um internationales Handeln. Kannibalismus gegen den Klimawandel? Im schwedischen Fernsehsender TV4 wurde Magnus Söderlund, Professor für Marketing und Leiter des Zentrums für Verbrauchermarketing an der Stockholm School of Economics, zur gegenwärtig stattfindenden Stockholmer Messe Gastronaut befragt. Söderlund hält dort Seminare über das Essen von Menschenfleisch. Der Wissenschaftler erklärte, dass der Kannibalismus ein gangbarer Weg sein könnte, um den Klimawandel zu bekämpfen, aber erst konservative Tabus gegen Kannibalismus beseitigt werden müssten. Ein weiterer wichtiger Punkt, so Söderlund, ist, dass diese Person, die gegessen werden soll, tot sein muss. Professor Söderlund sagte zwar nicht, wie dies zur Bewältigung des Klimawandels beitragen würde, scheint aber entschlossen, das Problem zu lösen. Wenn wir in Sachen Klima- und Nachhaltigkeitsfragen nichts unversucht lassen wollen, ist es wichtig, das Thema anzusprechen. Wegen der Klimakrise wird es uns nicht mehr lange geben. Wir haben nur noch einige Monate. Ich liebe es, wie ihr den Green Deal unterstützt, aber fossile Brennstoffe loszuwerden, wird das Problem nicht schnell genug lösen. Ein schwedischer Professor sagt, dass wir tote Menschen essen können, aber das ist nicht schnell genug. Also sollte das Motto unserer nächsten Kampagne sein, dass wir damit beginnen, Babys zu essen. Wir haben nicht genügend Zeit. Es gibt zu viel CO2. Ihr alle verschmutzt die Umwelt. Zu viel CO2. Wir müssen jetzt damit anfangen. Bitte, ihr seid so großartig. Ich bin so glücklich, dass ihr die ökologische Wende unterstützt. Aber das ist nicht genug. Sogar wenn wir Russland zerbomben würden, gäbe es immer noch zu viele Menschen, zu viele Umweltverschmutzer. Also müssen wir die Babys loswerden. Das ist ein großes Problem. Wir sollten aufhören, Kinder zu bekommen. Und wir müssen sie essen. Das ist mein voller Ernst. Nein, nein, danke. Nein, danke, danke. Der nächste bitte. Kommen Sie. Oh, gleich die ganze Familie. Was kann ich für Sie tun? Ja, vielen Dank. Es geht um unseren Sohn. Er hat in letzter Zeit eine Sehschwäche. Ja, wissen Sie, er kommt in der Schule auch nur noch sehr schwer mit. Er sieht die Klimaapokalypse einfach nicht. Und nun wird er ausgegrenzt. Oh, das Problem haben wir in letzter Zeit immer öfter. Hat die Schulleitung Sie schon gefragt, ob Sie echte Nazis sind? Ja, woher wissen Sie das? Ich sagte ja, wir haben das Problem immer öfter. Was sollen wir bloß tun, wenn der Junge die Klimaapokalypse mit seinen Augen nicht sehen kann? Wir machen jetzt erst einmal einen Klimasehtest. Kannst du uns mal vorlesen, was hier auf der Tafel steht? Okay, Pseudowissenschaft, Klimasekte, Wissenschaftsbetrug, Klimakult, Ökodiktatur, CO2, Steuerbetrug, Ökofaschismus, Scientific Bias, grüne Khmer, 97% wissenschaftlicher Nonsens, Klimawahn, grüne Endzeitfantasie, die Sonne spielt eine Rolle bei den Temperaturen, Klimareligion, grüne Mitläufer, sozialistische Denkschablonen, Greta-Jünger, falsche Kapitalismuskritik, Deindustrialisierung, Neomarxismus, Neofeudalismus, Ökokommunismus, geistige Schwerstmehrfachbehinderung, grüne Klimajugend, Senkung des Lebensstandards, Partokratie, normative Wissenschaft, Greta-Gläubigkeit, Stigmatisierung Andersdenkender, Climategate, gefälschte Statistiken, kollektive Dummheit, Klimaretterat, Ökotechnokratie. Das Klimasystem ist ein gekoppeltes, nicht lineares, chaotisches System. Daher ist die langfristige Vorhersage zukünftiger Klimazustände nicht möglich. Organisierte links-grüne sozialistische Korruption, Klimapapst, Heilige Greta, Öko-Ultramontanismus, Messias Greta, Ökotyrannen. Also an den Augen liegt es nicht. Die funktionieren soweit unverfälscht und einwandfrei. Ja, aber wenn der Junge die Klimaapokalypse so sieht, dann sind wir ja restlos verloren. Aber da muss man doch irgendetwas machen können. Sie sagten eingangs, dass Sie dieses Problem in letzter Zeit gehäuft behandelt haben. Also, wenn der Junge nicht anecken soll, dann braucht er auf jeden Fall eine linksgrüne, antikapitalistische, neomarxistische, ideologische Brille. Und damit bekommt er dann ein rückgratloses, unkritisches Bewusstsein und denkt in den geforderten Schablonen? Es wäre zunächst einmal ein erster Schritt, um wieder Anschluss an die gehirngewaschene und PISA-verdummten Mitschüler und Lehrer zu bekommen. Hier, ich zeige Ihnen mal einen Rohling, aus dem die Gläser für die Brille geschliffen werden. Oh, das ist ja ein Panzerglas, fast so dick wie ein Aschenbecher. Ja, Sie müssen etwas Elementares begreifen.
Die Leute glauben nicht, was sie sehen, sondern sie sehen, was sie glauben. Das heißt, wir müssen die Glaubenssätze in die ideologische Brille einschleifen. Und das bekommen sie mit dünnen Gläsern bei ihrem Sohn nicht hin. Das glaube ich gern, so wie er die Tafel vorgelesen hat. Nehmen Sie mal das Glas und halten es vor 97% wissenschaftlichen Nonsens. Moment. Ah ja, 97% wissenschaftlicher Konsens. Sehr gut. Lass mich auch mal durch das Panzerglas gucken. Ah ja, Greta, Prophetin, Nachhaltigkeit, Steigerung des Lebensstandards, die Sonne spielt keine Rolle, Demokratie. Ach ja, das ist genau das, wonach wir suchen. Vielen herzlichen Dank. Ich kann in die Gläser noch einen Skeptikerschliff einarbeiten. Das ist bei einer ganzen Reihe von Phantomkritikern sehr beliebt. Nein, lassen Sie das lieber. Der Junge soll die Welt schön rund sehen. Hey Mom, ich will die Brille mit den Panzergläsern nicht. Davon kriege ich sicher Kopfschmerzen. Ich möchte diese blöde Brille nicht. Wie kannst du es wagen? Das ist sicher nur am Anfang. Ja, während der Umgewöhnung. Also mit der Zeit gliederst du dich sicherlich in die Herde ein. Keine Sorge, vertraue uns einfach. Du wirst dich langsam in die Klimahypnose wiegen. Ich empfehle erst einmal dafür den Konsum von Massenmedien. Die sind weitestgehend völlig kritiklos oder das linksgrüne Jugendprogramm von Funk. Aber auch die alternativen Klatschaffen sind zu empfehlen. Thilo Jung, Ken Jebsen oder etwas Exopolitik. Einfach die Kanäle abonnieren und die Glocke drücken. Und du erfährst dann immer sofort, wann ein neuer Mülleimer hochgeladen wurde. Ja, das ist ein guter Hinweis. Und die verstaubte, falsche, neomarxistische, antikapitalistische Kreml-Kritik wird ja auch immer wieder aufpoliert. Seid ihr von Fridays for Future? Verzieh dich. Was? Fridays for Future. Quatsch. Wir sind Extinction Rebellion. Fridays for Future. Schwächlinge. Schwächlinge. Kann ich in eurem Verein mitmachen? Nein, verpiss dich. Ich wollte dieses Zeug nicht verkaufen. Das ist nur ein Job. Ich hasse ehrliche Arbeit, genauso wie ihr. Und was ist mit CO2? CO2 hasse ich genauso wie ehrliche Arbeit. Hör zu, wenn du Berufsprotestler bei Extinction Rebellion sein möchtest, dann musst du CO2 und Arbeit verdammt hassen. Ja, das tue ich. Oh ja, und wie sehr? Wie ein Verrückter. Du bist aufgenommen. Die sogenannte Graswurzelbewegung wurde im Oktober 2018 gegründet und ist bereits global aktiv. Angeblich beteiligen die Aktivisten sich ausschließlich aus idealistischen Gründen an den Klimademos. Doch in Wirklichkeit werden einige Demonstranten von Extinction Rebellion finanziert. Bereits im April 2019 war die Protestbewegung laut eigener Aussage schon in 49 Ländern auf 6 Kontinenten mit 331 Ortsgruppen vertreten. Doch wie ist solch eine Expansion in so kurzer Zeit möglich? Ganz einfach, indem eine Menge Geld in die Bewegung gepumpt wird. Sogenannte Freiwillige können, laut einem Bericht von The Guardian, Finanzmittel beantragen und somit ihre Tätigkeit als Klimaaktivisten finanzieren. Einige der Demonstranten bekommen bis zu 1.800 Euro im Monat für ihren Aktivismus auf Klimademos. Der Klimaaktivist Large Maxey aus England erzählte der britischen Tageszeitung The Guardian, dass er eine Vollzeitbeschäftigung bei Extinction Rebellion übernommen hat. Er geht nicht arbeiten, sondern hat Finanzmittel dafür beantragt, dass er mit einem Schild auf Klimademos rumläuft. Die Webseite sciencefiles.org hat sogar ein Bewerbungsformular veröffentlicht, über das sich Interessenten als Demo-Darsteller bewerben können. Je nach Nützlichkeit des Bewerbers werden bis zu 450 Euro pro Woche bezahlt. Demnach handelt es sich bei vielen Aktivisten um gekaufte Demonstranten. Selbst die ehemalige Grünen-Politikerin Jutta Dittfurt, welche aus einem linksradikalen und antideutschen Milieu kommt, hält Extinction Rebellion für eine, Zitat, religiöse, esoterische Sekte, die an die Apokalypse und die baldige Auslöschung der Menschheit glaubt. Zitat Ende. Die Enthüllung von The Guardian beweist einmal mehr, dass die Klimademos von fragwürdigen Geldgebern finanziert und gesteuert werden. Das Hauptziel von Extinction Rebellion ist nach eigenen Angaben die Ausrufung des Klimanotstands.
Dies würde der Bundesregierung die Durchführung von Maßnahmen erlauben, welche unter normalen Umständen nicht möglich wären. Davon gehe ich fest aus. Alles ist verabredet. Wir haben das Klimaschutzgesetz zu Ende diskutiert. Das ist ein Gesetz mit sehr harten Regeln. Jahr für Jahr wird alles überprüft. Jahr für Jahr werden die zulässigen CO2-Emissionen weiter abgesenkt. Und wir haben jetzt sogar ganz klar beschrieben, dass das auch nach 2030 so weitergehen muss. Denn wenn wir Klimaneutralität im Jahre 2050 schon erreichen wollen, dann müssen wir uns sehr, sehr anstrengen. Und das wird viel Geld kosten, das wird auch viele Belastungen mit sich bringen. Aber es wird auch viele technologische Innovationen erfordern, die alle jetzt auf den Weg gebracht werden. Warum so verzagt? Warum nicht mehr? Warum nicht sagen, nee, wir machen das wirklich auch mit glasklaren Ansagen und richtig teuer alles? Wir machen richtig glasklare Ansagen. Das Frustrierende ist nur, selbst wenn wir Deutschland in einen Regenwald umbauen, ist das fürs Klima völlig unerheblich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bekam es von Elon Samson, der sagte, betrachten wir ein großes Zimmer, 20 mal 20 mal 10 Fuß, ca. 6 Meter mal 6 Meter mal 3 Meter, das ist ein großes Wohnzimmer. Dann wird das Zimmer vom Rest der Welt abgeriegelt. Und im Rest der Welt hat man die ganzen bösen Autos mit ihren Abgasen und Kohlendioxid in der Atmosphäre. Die Frage, die er sich dann stellte, war, wenn dieses Zimmer nach einem Jahr wieder geöffnet wird, wie viele Streichhölzer muss man in diesem Zimmer anzünden, damit es mit den Autos in der Außenwelt gleichzieht. Wer will mal raten? Wahrscheinlich wird das niemand erraten können. Aber wenn man dieses Zimmer und die Streichhölzer heranzieht, muss man ein Streichholz anzünden. Und das bringt das Zimmer auf 20 Jahre Autofahren. 20 Jahre. Ein Streichholz in einem großen Zimmer. Dies ergibt die Menge an Kohlendioxid mit allen Autos in der Welt, also etwa 1 Milliarde Autos. Physiker sind sehr gut in diesen Berechnungen. Ich war besorgt, als ich diesen Brief von ihm bekam, und ich habe es nachgerechnet. Man kann ihn im Internet finden, auch kann man dort die Daten über jedes Auto und alle Maße finden. Das ist nur eines von diesen Dingen. Es ist schwer, wirklich schwer für mich zu verstehen, dass nahezu jede Regierung in Europa, außer Polen, glaube ich, sich über die globale Erwärmung Sorgen macht. Das muss Politik sein. Aber schauen wir uns erst einmal an, worüber wir reden. Die Erdatmosphäre besteht ja zu 78% aus Stickstoff, zu 21% aus Sauerstoff, zu 0,93% aus Argon und nur zu 0,04% aus Kohlendioxid. Und dann gibt es noch ein bisschen Wasserdampf und Ozon. Und in den vergangenen 160 Jahren hat die Konzentration des CO2, des Kohlendioxids, in der Atmosphäre nur um 0,01% zugenommen. Und wenn man hört, wir stoppen den Klimawandel, dann geht das auch nicht. Wäre ungefähr so, als wenn wir uns hinstellen und sagen, wir stoppen mal das nächste Sturmtief. Kann man natürlich auch nicht. Aber vielleicht sind Sie daran interessiert und informieren sich mal etwas intensiver, unter anderem im Internet. Aber eins muss man sagen, als Fazit dieses Ganzen: Das Klima ist ein nicht linear chaotisches System. Und das ist nicht nur das Klima, sondern auch das Wetter. Und deshalb kann man weder das Wetter genau vorhersagen für Zeiträume von 10 oder vielleicht sogar 15 Tagen, noch kann man das Klima genau vorhersagen für 20, 30 oder 50 Jahre. Das nur mal als grundlegende Information. Dazu muss man wissen, dass Klimaforschung alles andere als eine exakte Wissenschaft ist. Beweisführung, Methoden, Modelle, das ist alles so ein bisschen huschi-fuschi. Und wer das nicht glaubt, der muss einfach nur den Weltklimabericht lesen. Dort steht auf Seite 774, also ganz weit hinten: Klimamodelle arbeiten mit gekoppelten, nichtlinearen, chaotischen Systemen. Dadurch ist eine langfristige Voraussage des Systems Klima nicht möglich. Was sagt uns das? Egal, ob Sie eine Versicherung abschließen oder die Welt retten wollen, lesen Sie vorher das Kleingedruckte. Verstehen Sie? Dann stellen wir in 30 Jahren fest, war mit CO2 nicht so wichtig. Was wäre die katastrophale Konsequenz davon? Nun, Herr Pohlmann, das wollen wir Ihnen mal erklären. Wenn Sie dieses Monster weiterhin mit Ihren kommunistischen, feuchten Träumen füttern, dann wird dieses Monster größer, mächtiger und bissiger. Und wo es viel Macht gibt,
Dort gibt es auch viel Ohnmacht und entmündigte Menschen. Und zwar exakt erschaffen durch die Knebel, die Sie fälschlicherweise als notwendigen Klimaschutz und Freiheit propagieren. Bis zum Kern der Problematik sind Sie offensichtlich nicht vorgedrungen. Oder wie erklärt es sich sonst, dass Sie so erbärmlich in Cheerleader-Art um eine Kopie des chinesischen Kommunismus betteln? Aber man spuckt auf den Boden und es wächst was. So war das in Mitwirtschaft dort. Das war eine erste Ahnung, was China an Fähigkeiten hat auf diesem Gebiet. Hey Alexa, gib mir einen Hinweis zum Thema Gehirnwäsche und Ökodiktatur. Ich würde dazu eine ganze Reihe von Videos zum Thema Ökoreligionen empfehlen. Sieh mal dies hier. Wir werden dafür sorgen, dass wir sie an die Wand stellen und dass sie ihre Arbeit erledigen sollen, um unsere Zukunft zu schützen. Nein, Alexa, zeig mir irgendwas Infantiles, geistig Zurückgebliebenes, am besten einen kommunistisch-etatistischen Lösungsvorschlag, der es begrüßt, die Bürger über Steuern zu berauben. Oh, da habe ich etwas Schönes für dich. Siehe dir unbedingt dies hier an. Das jetzige Klimapaket ist immer noch lachhaft, das jetzige Klimapaket ist immer noch unzureichend und wir fordern mehr. Wir sagen, es ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, aber auf jeden Fall noch nicht genug und wir wollen eine höhere CO2-Steuer, eine höhere CO2-Steuer, eine höhere CO2-Steuer. Und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, Dirk Fleck hat ja ein Buch geschrieben, wo es also Science-Fiction-mäßig um die Ökodiktatur geht. Sind wir, glaube ich, alle nicht dafür. Aber ich glaube auch... Ja, schon. Ich denke, dass unsere ganze Gesellschaft von Wahnsinnigen regiert wird, die wahnsinnige Ziele haben. Und das ist, was ich denke, seit ich 12 oder 16 Jahre alt bin, und zwar kompromisslos. Ich habe es jedoch in meinem ganzen Leben auf verschiedene Weise ausgedrückt. Es ist dieselbe Sache, die ich nun auch ausdrücke. Aber jetzt sage ich es in einem Satz, nämlich, dass wir von Verrückten regiert werden, die verrückte Ziele haben. Wenn irgendjemand aufschreiben kann, was unsere Regierung und die amerikanische, die russische und die chinesische Regierung wirklich vorhaben und wie sie es vorhaben zu tun, wäre ich sehr erfreut, das zu wissen. Ich denke, sie sind alle wahnsinnig. Ich werde jedoch für wahnsinnig gehalten, es auszusprechen. Das ist das Verrückte daran. Wie belegt Sie das, dass Sie sagen, neuer Kommunismus, neuer Sozialismus und so weiter? Also nehmen Sie nur die neuesten Entwicklungen. Klimanotstand, das ist das Parlament in der Stadt Zürich, hat das so beschlossen, in anderen Städten auch. Notstand, ich will einfach an die Bedeutung von dem Begriff erinnern. Notstand heisst, haben wir im Krieg zum Beispiel gehabt, Notstandsregeln, Notrechtsgesetz. Das ist der erste Schritt, wo man versucht, demokratische Prozesse außer Kraft setzen für die Klimapolitik. Und ich unterstreiche einfach etwas. Und es gibt kein... Und ich werde einfach Folgendes unterstreichen. Es gibt Folgendes unterstreichen. Niemand ist gegen saubere Umwelt, niemand ist gegen saubere Luft. Aber was da sollte beschlossen werden, ist einfach der Selbstmord. Weil die Linken sehr früh verstanden haben, da waren sie schlau, dass sie Multiplikatorwirkung erzielen müssen. Deswegen sind viele Linke in den Journalismus gegangen. Ja, das sieht man ja auch heute, was mit diesem ganzen Klimairrsinn und der Greta und sonst was passiert. Ich meine, das ist ja nichts anderes als Wahlwerbung für Rot-Grün, was da abläuft. Es ist mehr als das. Also was wir, der Klimahype hat verschiedene Funktionen. Das eine ist Wahlwerbung natürlich für linkssozialistische rot-grüne Ideen. Klimasteuerungsideen. Das andere ist aber, dass es sich um ein gigantisches, korruptes Subventionsschema handelt. Angenommen. Jetzt in den nächsten Jahren kommen halt nicht die Grünen an die Macht, weil es quasi doch noch irgendwie einen rechten Rutsch gibt, die, keine Ahnung, eine CDU-AfD-Regierung oder selbst wenn die Grünen an der Macht sind, sind aber in Resteuropa die Rechten, die Klimaleugner an der Macht. Klimaleugner. Man muss den Begriff Klimaleugner nur mit Ketzer übersetzen, um zu wissen, in welcher Tradition dieser Begriff steht und diejenigen, die ihn benutzen. Letztlich geht es um den Vorwurf des Abfalls vom herrschenden Glauben, der bestimmt wird von den herrschenden Autoritäten und Mehrheiten. Glaube ist diesbezüglich auch übersetzbar mit herrschender Lehrmeinung, Ideologie oder dergleichen. Der Begriff ist somit im Gegensatz zur subjektiven Auffassung vieler seiner Nutzer Selbstausdruck klerikaler und autoritärer Denkstrukturen, die auf Unterwerfung als psychologischem Grundmuster aufbauen. Die Begrifflichkeit ist demnach denunziatorisch und inquisitorisch sowie gegen den klassischen Skeptizismus gerichtet.
Der Hauptzweck dieses Begriffs kann also nur darin liegen, seriöse Vermutungen, Hypothesen und Fakten zu diskreditieren und dadurch eine wirkliche Ursachenforschung zu verhindern. Der grüne Klimawirkungsturm, laut Klaus Ermecke aus dem Jahr 2009, verdeutlicht die Struktur des CO2-Klimadogmas. Das Fundament dieses Turms bilden die Naturgesetze, aus denen sich ein erderwärmender Einfluss infrarotaktiver Gase ergeben soll, insbesondere des CO2 und sein angeblicher Treibhauseffekt. Auf dieser Basis produzieren Modellrechnungen als Output eine erhitzte Erde, oft dramatisch präsentiert mit rot eingefärbten Weltkarten. Die Behauptungen über eine bevorstehende Erderwärmung dienen als Sockel für eine Schicht spekulativer Klimafolgen. Klaus Ermecke nennt diese Schicht auch Kiosk der Apokalypse. Wir haben in der Grafik stellvertretend 4 häufig genannte Klimafolgen benannt. Aber es gibt auf dieser Ebene buchstäblich Zehntausende vorbereiteter Narrative, die offensichtlich eine Marketing-Zielgruppenstruktur abdecken. Der Zweck der so erzählten Klimafolgen ist die Erzeugung von Emotionen, insbesondere von Angst. Ich möchte, dass ihr in Panik geratet. Ich möchte, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Dies soll die Rechtfertigung dafür schaffen, Geld und Macht für die Retter zu mobilisieren. Auch bei den in diesem Landtag und anderen Parlamenten diskutierten Klimaschutzgesetzen geht es um Geld und Macht. Watch the straw. 3, 2, 1. Whoa! Where do you go? Where do you go? Where do you go? All the way. Whoa! What? Lord of Jesus! Lord of Jesus! No. Kommen wir nun zu dem faulen Zauber des 97-prozentigen wissenschaftlichen Konsens. Zunächst einmal handelt es sich dabei um 97% einer ganz bestimmten Studie und nicht etwa um 97% Wissenschaft. Ihr Ursprung ist eine Studie von John Cook. Unter der Leitung von Cook hatten Physiker, keine Klimawissenschaftler, 2012 insgesamt 11.994 wissenschaftliche Artikel analysiert, die zwischen 1991 und 2011 erschienen waren und die die Suchbegriffe globale Erwärmung und globaler Klimawandel enthielten. In 7 Kategorien eingeteilt klingt das wie folgt. 64 Studien sagten, die Menschheit verursacht die gesamte Erwärmung. 922 Studien sagten, die Menschheit verursacht über 50% der Erwärmung. 2910 Studien sagten, die Menschheit verursacht weniger als 50% der Erwärmung. 7930 Studien hatten keine Meinung oder zeigten Unsicherheiten. 54 Studien sagten, die Menschheit verursacht etwas Erwärmung, aber weit weniger als 50%. 15 Studien sagten, die Menschheit verursacht keine Erwärmung, with qualifications. 9 Studien sagten, die Menschheit verursacht keinerlei Erwärmung. Den mittleren Balken können wir für den Statistiktrick und den faulen Zauber also überhaupt nicht gebrauchen und lassen ihn verschwinden. Bleiben also 3950 Studien, die John Cook zu einem Konsens uminterpretiert und 24 Studien, die der These widersprechen. Warum gab es lediglich 24 von Skeptikern veröffentlichte Studien? 22.000 geleakte E-Mail-Korrespondenzen im Jahre 2009 zwischen leitenden Meteorologen in den USA und in Europa brachten hervor, dass die Propagandisten der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung alle Meteorologie- und Klimatologie-Journale in den USA und alle nicht-meteorologischen wissenschaftlichen Veröffentlichungen kontrollieren und dass sie Daten manipuliert haben. Studien von Skeptikern wurden ausgeschlossen und nicht veröffentlicht. Ich sollte mal wieder herausgehen und Menschen treffen. Hi! Klimawandel. Das reicht für diese Woche wieder. Zion Lights ist eine Sprecherin für Extinction Rebellion. Willkommen. Ich habe einige ihrer Aktivisten im Fernsehen behaupten sehen, dass Milliarden von Menschen ziemlich bald sterben werden. Einer ihrer Gründer, Roger Hallam,
hat im April gesagt, unsere Kinder werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren sterben. Was ist die wissenschaftliche Grundlage für diese Behauptungen? Also, diese Behauptungen sind bestritten worden, zugegebenermaßen. Es gibt Wissenschaftler, die ihnen zustimmen und es gibt andere, die sagen, dass sie einfach nicht wahr sind. Aber wissen Sie, das Gesamtproblem ist, dass diese Todesopfer, wir wissen keine genauen Zahlen und es ist eigentlich ein bisschen besorgniserregend, sich darauf zu konzentrieren, wie viele Todesopfer genau. Es wird Tote und Massenleiden geben und das, ja, wissen Sie, jede beliebige Zahl ist schlimm genug, wenn es nach uns geht. Aber die meisten Wissenschaftler stimmen hierbei, also bei der Apokalypse, nicht zu. Sie wissen, dass es hier ein Problem gibt und es muss angepackt werden und es muss geschehen. Mehr als bisher geschah. Ich betrachte gerade die zwischenstaatliche UN-Regelung bezüglich dem Klimawandel, AR5. Die letzten Ergebnisse von AR5 sowie einen speziellen Bericht. Sie zeigen keinerlei Hinweis auf für ein Sterben von Milliarden Menschen oder dass Kinder innerhalb der nächsten 20 Jahre sterben. Also, wir behaupten nicht... Nein, das weiß ich. Ich weiß nicht, wo hier die wissenschaftliche Gültigkeit herkommt. Warum sollten sie sterben? Massenmigration, die schon weltweit stattfindet aufgrund von Dürren, speziell in Südasien. Wilde Feuer in Indonesien, der amazonische Regenwald, die Arktis. Das sind wirklich wichtige Probleme, die Todesfälle verursachen werden, aber sie verursachen keine Milliarden Toten. Das bedeutet nicht, dass die jungen Leute in 20 Jahren tot sind. Nein, vielleicht nicht in 20 Jahren, aber ich kann für Roger... Er ist einer ihrer Gründer. Er ist einer der Mitglieder von Extinction Rebellion, ja. Sie sprechen von wetterbedingten Katastrophen, von denen scheint es momentan viele zu geben und Leute sterben deswegen. Laut Statistik sind vor 100 Jahren eine halbe Million Menschen wetterbedingt pro Jahr gestorben. Heutzutage sind es 20.000 im Jahr, 20.000 zu viel. Aber das bedeutet keine Abnahme von 95%. Dies führt also nicht zu einem Tod von Milliarden. Das bedeutet, erschrecken Sie die Leute nicht mit diesem Sprachgebrauch? Ich denke, mit dieser Sprache besteht die Gefahr, die Leute aufzuschrecken, weil wir die Sache nicht ernst genug nehmen und Leute fühlen sich verzweifelt. Wissen Sie, diese alarmierende Sprache funktioniert. Und deswegen diskutieren wir darüber jetzt ja auch. Sie funktioniert nicht. Ich habe junge Mädchen im Fernsehen gesehen, die auf ihren Demonstrationen geweint haben. Solche, die sich den Tag frei von der Schule nehmen, um zu demonstrieren, weil sie denken, sie werden in 5, 6 Jahren sterben. Sie weinen, weil sie nie das Erwachsenenalter erreichen werden. Doch es gibt keine wissenschaftliche Basis für diese Anschuldigungen, die ihre Organisation macht. Die jungen Leute, mit denen ich gesprochen habe, weinen nicht, weil sie in wenigen Jahren sterben werden. Es ist, weil sie nicht erkennen können, dass ihre Kinder eine Zukunft haben. Sie wollen keine Kinder und sie sind besorgt, dass Küstenregionen überschwemmt werden, andere Länder und Inseln überschwemmt werden, die Malediven versinken. Diese Massenverdrängung geschieht. Das extreme Wetter mag etwas im Abwärtstrend liegen, aber Klimaforscher sagen uns, dass es zunimmt. Nehmen wir den Anstieg des Meeresspiegels. Also der Meeresspiegel steigt schon an. Das macht die UN deutlich. Aber die UN-IPCC sagt, dass der Anstieg nur einen halben Meter bis 2100 beträgt am Ende des Jahrhunderts. Das wird von Miami bis Bangladesch Probleme bereiten, aber ein halber Meter bedeutet keinen Tod von Milliarden. Wenn wir die richtigen Maßnahmen ergreifen, kann uns das gelingen. Wenn wir das Richtige machen, aber wir machen momentan nicht allzu viel. Aber Sie akzeptieren, dass die UN-Vorhersage von einem halben Meter Anstieg, wenn die Vorhersage stimmt, in keiner Art und Weise Ihre apokalyptische Vorhersage ergibt. Also ist das eins von den Problemen. Das sind sehr konservative Zahlen, das sagen wir, also die Daten im IPCC-Bericht. Nicht, dass wir die Forscher kritisieren, sie machen einen klasse Job, aber sie verwenden keine modernen Dateien, wissen Sie? Sie schauen auf Kohleausstoß, sie achten nicht auf Rückkopplung, solche Dinge halt. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, es ist viel schlimmer. James Hansen, ehemaliger NASA-Wissenschaftler, sagt, dass wir in einem planetarischen Notstand sind. Also benutzen wir diesen Sprachgebrauch und hören auf das, was Forscher sagen und benutzen diese Sprache auch, von der wir meinen, dass sie der Situation entspricht. Sie benutzen eine alarmierende Sprache.
Sprache. Einer von ihren Gründerinnen sagte, da ich habe einige ihrer Aktivisten im Fernsehen behaupten sehen, dass Milliarden von Menschen ziemlich bald sterben werden. Einer ihrer Gründer, Roger Hallam, hat im April gesagt, unsere Kinder werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren sterben. Was ist die wissenschaftliche Grundlage für diese Behauptungen? Ich meine, ich bin nicht hier, um Ihnen Lösungen zu geben und Ihnen zu sagen, was wir tun sollen. Warum nicht? Sie blockieren doch ganz Westminster für Ihre Sache. Nun, was wir sagen ist, hört auf die Experten. Lasst uns hören, was Ihre Ideen sind, was Sie sagen. Und im Moment setzen wir diese Pläne eben nicht um. Wir machen keine Politik, die dem entspricht, was diese Wissenschaftler sagen. Darum protestieren wir. Aber die Experten haben einen Konsens in der Frage, Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen. Sie sagen 2025. Sie hören nicht auf die Experten. Es gibt da eine aktuellere Untersuchung bezüglich des IPCC-Berichts von Professor Michael Mann, der beobachtet hat, als sie mit den Zahlen von 2050 herauskamen. Und dabei verlassen sie sich auf den Kohlenstoffaustausch Bioenergiespeicher. Und da gibt es das Problem. Es ist eine unerprobte Technologie. Und wenn wir darauf vertrauen, gibt es eine 50-50 Chance, dass wir mit den Zahlen für 2050 falsch liegen. Sie können ja immer ein Stückchen Forschung nehmen. Tatsache ist, dass sich der IPCC-Bericht auf 6000 wissenschaftliche Referenzen bezieht von 91 Verfassern und er ist eine globale Übereinstimmung mit 40 nachweisbaren Adressen. Lassen Sie uns zum 2025er-Ziel zurückkommen. Ein Kritiker hat gesagt, dies würde die Beschlagnahmung von Benzinautos, eine staatliche Rationierung von Fleisch und die Beschränkung von Familien auf jeweils einen Flug alle 5 Jahre bedeuten. Und das sogar noch im Hinblick auf ein 2030er-Ziel. Stimmen Sie dem zu? Ich stimme zu, dass wir alles Nötige tun müssen, um Emissionen zu senken, um, wissen Sie, jungen Leuten eine Zukunft zu erlauben. Ich stimme überein, dass wir alles Erdenkliche machen müssen, um der Jugend eine Zukunft zu ermöglichen, dass sie in der Lage sind, etwas Hoffnung für die Zukunft zu haben. Und ich sage nicht, dass wir Kinder aufschrecken. Ich höre ihnen zu und sie lernen über die Auswirkungen des Klimawandels in der Schule. Und sie sind besorgt darüber. Natürlich, ich bestreite ja überhaupt nicht die Konsequenzen eines Klimawandels, aber sie wollen, dass jeglicher Luftverkehr bis 2050 endet. Nochmal, das ist etwas, was wir uns ansehen müssen. Wir müssen uns die Luftfahrtindustrie ansehen. Wir müssen eine Analyse dessen durchführen, was geschehen muss. Und dann müssen wir handeln. In allen Industrien, Landwirtschaft, Energien, alles. Ich behaupte nicht, eine Expertin auf diesen Gebieten zu sein. Wir wissen, was passieren würde, wenn wir sämtliches Fliegen beendeten. Das würde globale Temperaturen gemäß den Mainstream-Klimamodellen um 0,03 Grad Celsius reduzieren. 0,03 Grad Celsius und dafür würden Sie sämtliches Fliegen beenden? Aber was Sie gerade sagten mit dem IPCC-Bericht, wir beide stimmen überein, dass wir darauf hören. Das ist ein 99% Konsens unter Wissenschaftlern. Das ist großartig, damit stimmen wir überein. Ich verstehe. Also dieser Bericht sagt, wenn wir Emissionen nicht absenken, sodass die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt wird. Lassen Sie mich Folgendes fragen. Die meisten Haushalte hierzulande werden mit Gas beheizt. Die meisten Leute kochen mit Gas. Tatsache ist, das alles müsste für ein Jahresziel 2025 in 6 Jahren aufhören, nicht wahr? Wir hatten einen Mann auf dem Mond, bevor wir Internet und Mobiltelefone hatten. Wir haben noch nicht alle Antworten. Heute ist erst der Beginn dieser Reise. Aber es ist für Europa ein Mann auf dem Mond-Moment. Zentraler Punkt in Ursula von der Leyen's Plan ist ein Fahrplan für eine Reihe von Klimagesetzen, für deren Umsetzung ein Übergangsfonds von rund 100 Milliarden Euro bereitgestellt werden soll. Dann ist die Hauptfrage: Ist es überhaupt möglich, für das Klima zu kämpfen, es zu stabilisieren, so wie wir das heute versuchen? Nun, also nein. Das Hinzufügen oder Entfernen von CO2 hat keinen Effekt. Wenn Sie CO2 wegnehmen, wird mehr CO2 aus dem Meer steigen. Wenn Sie CO2 hinzufügen, wird es ins Meer gehen. Also alle diese Sachen sind kompletter illusionärer Unsinn. Wenn Sie nun das Klima ändern wollen, dann ist das ziemlich schwierig, denn sie müssten die Sonnenaktivität verändern oder verhindern, also dass Partikel von der Sonne kommen, was unmöglich ist. Sie können einen Regenschirm benutzen, wenn es regnet, das ist ziemlich effektiv. Nehmen Sie den Big Ben Tower. Wenn dieser die Atmosphäre repräsentiert, so ist der Anteil von Kohlendioxid ungefähr 2,5 cm auf der Spitze. Und der menschliche Beitrag daran ist wie ein Spritzer Vogelscheiße obendrauf. Und wir sollen glauben, dass dies den Klimawandel verursacht. Es ist kompletter illusionärer Unsinn. Eine Verschwörung der Natur, dass die natürlichen Vorgänge dem Menschen folgen,
Nein, Termiten produzieren 10-mal so viel CO2 wie die Menschen. Also wenn das CO2 dem Menschen folgt, so haben die Termiten dem menschengemachten Kohlendioxid zu folgen. Also eine Verschwörung der Natur, der verrücktesten Proportionen. Und doch genau das wird von den Mächtigen propagiert. Beim neuen BRD-Ministerium zur Rettung der Welt wird ein Austauschprogramm gestartet. 4 Mitarbeiter werden gegen 4 Kannibalen ausgetauscht. Bei der Begrüßung der Kannibalen sagt der Chef: Ihr könnt jetzt hier arbeiten, verdient gutes Geld und könnt zum Essen in unsere Kantine gehen. Aber lasst die anderen Mitarbeiter in Ruhe. Die Kannibalen geloben, keine Kollegen zu belästigen. Nach 4 Wochen kommt der Chef wieder und sagt: Ihr arbeitet sehr gut, nur uns fehlt eine Putzfrau. Wisst ihr, was aus der geworden ist? Die Kannibalen antworten alle mit Nein und schwören, mit der Sache nichts zu tun zu haben. Als der Chef wieder weg ist, fragt der Boss der Kannibalen: Wer von euch Affen hat die Putzfrau gefressen? Meldet sich hinten der Letzte ganz kleinlaut: Ich war's. Und der Boss sagt: Du Idiot! Wir ernähren uns seit 4 Wochen von Armleuchtern, Blindgängern und Einfallspinseln, damit niemand etwas merkt. Und du Depp musst die Putzfrau fressen. So hat sich in der westlichen Welt eine Ökumene der Ängstlichen formuliert, die Schützenhilfe von engagierten Wissenschaftlern bekommt. Das läuft dann so. Am Anfang steht die Krise. Die Krise begründet die Notwendigkeit der Forschung, die Bedeutsamkeit dieser Forschungen legitimiert ihre staatliche Finanzierung, die Forschung im öffentlichen Interesse braucht eine politische Organisation. Und dort entsteht zuweilen, was Wissenschaftstheoretiker Scientific Bias nennen. Zu Deutsch, man findet, was man erwartet. Und immer ist es 11:55. Der schlimmste Fall. Die Katastrophe fasziniert offenbar als genaues Gegenbild zum funktionierenden System der modernen Gesellschaft. Keine Statistik, keine Mathematik und keine Erfahrung kann uns auf eine Katastrophe vorbereiten. Die Katastrophe ist nämlich just der Fall, für den man die modernen Techniken von Risikokalkül und Expertenurteil nicht akzeptiert. Rationalität hat hier keine Chance einzuhaken. Die Bedenkenträger und Betroffenheitsdarsteller, die hier den Ton angeben, sind Moralunternehmer. Sie machen auf dem Markt der Gefühle Geld mit der Angst der anderen. In der Welt der Warner und Mahner wird die Apokalypse zur Ware. Angst erweist sich dabei als erfolgreichster Kommunikationsmodus, denn die Angstrhetorik ist unwiderlegbar. Ich habe Angst. Authentischer geht es nicht. So erfindet der Humanismus der Massenmedien die Menschheit als Gemeinschaft der Ängstlichen. Er stiftet eine Ökumene der apokalyptischen Drohung. Jeder Gläubige unserer Klimareligion muss das wissenschaftliche Dogma der CO2-Apokalypse tolerieren. Einverstanden, Francis. Ich glaube, Judiths Gesichtspunkte sind sehr stichhaltig, vorausgesetzt, Extinction Rebellion vergisst niemals, dass es das unveräußerliche Recht eines jeden Mannes ist. Oder Frau, dass er sich selbst. Oder sie sich selbst. Einverstanden. Danke, Bruder. Oder Schwester. Wo war ich? Ich glaube, du warst fertig. Oh, richtig. Der Sold von 30 Silberstücken pro Woche und Mann. Oder Frau. Warum hörst du nicht endlich mit dem Genderwahnsinn auf? Frauen haben ein natürliches Recht, in unserer Bewegung eine Rolle zu spielen. Warum redest du nur pausenlos über Frauen, Stan? Weil ich eine sein möchte. Was? Ich möchte eine Frau sein. Ich möchte, dass ihr mich von nun an Greta nennt. Was? Das ist mein Recht als Mann. Ja, aber warum möchtest du Greta sein? Weil ich Aufmerksamkeit haben möchte. Was möchtest du haben? Aufmerksamkeit? Ich möchte ein gutes Presseecho und dass der Kaiser mich lobt. Aber der Kaiser wird dich nicht loben. Aber das könnte er. Du bist zu spät. Selbst wenn du zu Fuß übers Wasser laufen würdest und dir Zöpfe flechtest, der Kaiser wird dich nicht loben. Nehmen wir an, dass mit dem übers Wasser laufen und den Zöpfen hat tatsächlich keine Wirkung. Dann könnten wir doch die CO2-Apokalypse um 4 bis 5 Jahre nach vorne pushen und Greta hätte ihre gewünschte Aufmerksamkeit. Gute Idee. Wir pushen die CO2-Apokalypse einfach ein wenig nach vorne, Bruder. Verzeihung, Schwester. Das ist doch aber sinnlos. Was? Ihr könnt doch nicht einfach die Apokalypse so nah an der Gegenwart adressieren. Es bringt sicher die nötige Aufmerksamkeit, wenn wir die Apokalypse nach vorne bringen.
Wir fliegen mit Sicherheit auf. Ich würde gerne von Luisa wissen, an welchem Punkt stehen wir denn eigentlich? An welchem Punkt der ganzen Veranstaltung sind wir denn eigentlich? Wie ernst ist denn die Situation tatsächlich? Die Klimawissenschaft? Ja, die Klimasituation. Naja, die ist dramatischer, als sie jemals in der Menschheitsgeschichte war. Und wir stehen ganz kurz, wenige Jahre, vielleicht ein, zwei Jahrzehnte vor den Schäden, die man sich kaum vorstellen kann. Wir sind eine geologische Kraft als Menschheit geworden. Das ist jenseits von dem, was wir uns vorstellen können. Ich habe letzte Woche mit den Kollegen vom Potsdam-Institut lange darüber gesprochen, mit Greta. Und es ist beeindruckend, die schildern, dass sie sich vor 5 Jahren noch nicht hätten vorstellen können, an welchem Punkt wir jetzt sind. Da wir ja aber Gott sei Dank alle keine Klimaleugner hier sind, glaube ich, können wir vielleicht auf die politische Ebene kommen, weil das ist ja gerade so spannend, was Sie, Herr Lindner, dazu sagen. Ich glaube, Ihr Problem ist zum einen, dass Sie in eine Debatte, die eigentlich sehr konstruktiv sein könnte, als allererstes reinschmeißen, worüber Sie nicht reden wollen. Nein, 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 ich möchte nicht über Verbote reden. Okay, reden wir nicht über Verbote. Hängen Sie sich nicht an einem Politiker auf, der mit welchen Flugkontingenten anfängt. Können wir uns sparen. Lassen Sie uns konstruktiv werden. Sie sagen, super, wir wollen Klimaschutz. Wissen Sie, was da der entscheidende Faktor ist? Und ich bin mir nicht sicher, ob Sie es bisher so ganz in der Konsequenz verstanden haben. Sagen Sie mal. Wenn wir über Klimaschutz sprechen und über das Pariser Abkommen, von dem Sie ja so ein Verfechter sind, dann sprechen wir über ein ganz klares Emissionsbudget, was wir für Deutschland haben. Absolut. Das sind roundabout 7 Gigatonnen. Das sind die Grenzen. Das ist nicht verhandelbar, das ist nicht irgendwie zum Kompromiss stehend. Das ist eine ganz, ganz feste Emissionsgrenze. Wenn wir so weitermachen wie bisher, sind wir in ungefähr 9 Jahren da. Das wäre der Business-as-usual-Track für Deutschland. Ist das die Idee, das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen? Das wäre nicht mal mehr 1,5 Grad. Okay. Das wäre so mit einer guten Wahrscheinlichkeit sowas wie 1,7 Grad zu erreichen. Ich habe mich gerade noch mal bei den Profis versichert, das ist im Endeffekt, wo wir stehen. Das heißt, wenn Sie Klimapolitik machen wollen, meinetwegen auch liberale Klimapolitik, das ist dem Planeten egal, ob es liberal oder sozialdemokratisch ist, legen Sie los. Aber Sie haben eine Grenze gesetzt und so Sie haben es. Ein ganz klares Limit. Wenn Sie von Technologieoffenheit sprechen, machen Sie das. Aber das muss in einer Konsequenz und auch mit einem Gerechtigkeitsfaktor natürlich entstehen, die innerhalb von diesen Grenzen bleibt. Genau. Und zu lamentieren, was wir denn alles nicht wollen und dass Sie alle auf Ihnen rumhaken auf Twitter und dass wir bloß nicht über Flugverbote sprechen sollen, bringt uns da keinen Zentimeter weiter. Die andere Seite der Medaille, das ist die aktive Gestaltung der internationalen Ordnung. Und ich werde nicht locker lassen, und das gilt für die ganze Bundesregierung, bis wir international eine neue Finanzmarktverfassung, einen fairen Freihandel, eine bessere Beachtung von sozialen Mindeststandards, einen Abbau der wirtschaftlichen Ungleichgewichte und den Ausbau des internationalen Klimaschutzregimes insgesamt geschafft haben. Aber ich unterstütze sehr, dass Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen und dafür kämpfen. IPCC steht für Zwischenstaatlicher Ausschuss zum Klimawandel und ist ein Konstrukt der UN. Der Gründungsauftrag besagt, es sei zu beweisen, dass der Mensch für eine Erderwärmung verantwortlich sei. Das Resultat der Forschung war so von Anbeginn vorgegeben. Die Vereinten Nationen sind ein zwischenstaatlicher Zusammenschluss von 193 Schurkenstaaten und als globale, internationale Organisation ein uneingeschränkt anerkanntes Völkerrechtssubjekt. Die UNO ist ein Proxy für die Weltregierung. Wenn man so will, ist sie der kriminelle Arm des tiefen Staates, der die nationale Selbstbestimmung mit seinen Sonderorganisationen in jedem Bereich beschneidet. Nee, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde es gut, dass es Greta gibt. Ganz ehrlich, dass die Dringlichkeit des Problems deutlich wird, dass die Ingenieure und Techniker mal anfangen zu arbeiten. Weil ohne CO2 aus der Luft ziehen und Geoengineering wird das nichts werden. Da kommt jetzt ein bisschen Zug rein und das ist gut, dank Greta. Links sehen wir ein Aquarium ohne CO2. Und rechts haben wir ein Aquarium mit CO2-Düngung. Und man mag sich täuschen, aber das rechte sieht irgendwie lebendiger aus. Und dann sagen Leute, CO2 schadet den Bäumen und das, obwohl Bäume eine CO2-Düngung benötigen? Dass CO2 das Wachstum von Pflanzen anregt, war bekannt. Mit ihrer Photosynthese wandeln sie Kohlendioxid mit Hilfe des Blattgrüns Chlorophyll und mit Sonnenlicht und Wasser in Zucker um, mit dem die Pflanzen ihre Zellen bilden. Klimasünder Vulkan. Bei einem Ausbruch schleudert ein Vulkan einen ganzen Gascocktail in die Luft. Darunter ist beispielsweise das hochgiftige Schwefeldioxid,
Aber auch 100.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid können bei einer Eruption in die Luft gelangen. Beim größten Vulkanausbruch der jüngeren Geschichte im Jahre 1980 am Mount St. Helens im US-Bundesstaat Washington wurden 540 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geschleudert. Zum Vergleich, der gesamte deutsche Autoverkehr emittiert rund 90 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das heißt, wenn die BRD in ihrem Klimawahn eine Klimaneutralität nur für Mount St. Helens schaffen will und die ganze Welt retten möchte, dann stehen für 6 Jahre lang alle Fahrzeuge still, inklusive denen der Feuerwehr, der Polizei, den Krankenwagen. Ihr könnt dann aber trotzdem noch die Massenmedien genießen, warm duschen, Online-Spiele spielen oder ein Flutlicht-Fußballspiel genießen. Die Spieler kommen allerdings nicht mit dem Mannschaftsbus, sondern mit den Pferdekutschen. Die BRD könnte solch einen Vulkanausbruch wie den des Mount St. Helens aber bereits in einem Jahr kompensieren, um Klimaneutralität zu schaffen, wenn wirklich alles abgeschaltet wird. Also Krankenhäuser, Versorgung, Internet, Infrastruktur, Massenmedien. Damit wäre eine Einsparung von 800 Millionen Tonnen CO2 zu erreichen und somit einen Überschuss von 260 Millionen Tonnen zu erzielen, um zum Beispiel die Steuertyrannei weiter aufrechtzuerhalten und einigen wenigen Privilegierten noch einen Zugang zur Energieversorgung zu gewähren. Und Robert müsste nicht bei Kerzenschein im Kanzlerbunker sitzen. Das Problem ist, wir haben seit dem Vulkanausbruch von Mount St. Helens etwa über 130 Vulkanausbrüche verzeichnet. Und wenn sich Robert nicht entscheidet, auch Vulkane zu verbieten und die BRD auf ihrem Klimawarnkurs bleibt, dann wird es noch dunkler, als es ohnehin schon ist. Und weil ich bei dieser Podiumsdiskussion war, schaute ich bei Google nach Jeva plus Global Warming. Weil ich bei dieser einen Podiumsdiskussion war und ich erhielt grob 40.000 Treffer. Wenn ich nach meinem Spezialgebiet und meinem Namen google, Jäger und Supraleitung, bekam ich viel weniger Treffer. Globale Erwärmung ist wirklich ein heißes Thema. Was ich darauf sagte und immer noch glaube, ist, dass die globale Erwärmung wirklich eine neue Religion geworden ist, weil man nicht darüber diskutieren kann. Es ist nicht korrekt. Die amerikanische physikalische Gesellschaft, bei denen ich Mitglied war, sie sagen, die Beweise sind unbestreitbar, dass die globale Erwärmung existiert. Denken Sie mal darüber nach. Es ist eine physikalische Gesellschaft. Und die sagt, dass man nicht über die globale Erwärmung diskutieren kann, weil wir glauben, dass es passiert. Wie in der katholischen Kirche. Da hat es massenweise unumstößliche Wahrheiten, da bin ich mir sicher. Und hier gibt es eine unumstößliche Wahrheit in der physikalischen Gesellschaft. Die einzige Antwort darauf ist, auszutreten. Als Rakete zum Rebellieren aufruft, wird sie unter großem Applaus der laut Polizei etwa 1000 Demonstranten in der Siegessäule frenetisch gefeiert. Schauen wir mal in die Etymologie. Frenetisch. Ein Adjektiv für rasend, irrsinnig. Im 16. Jahrhundert zunächst in der Sprache der Medizin für geisteskrank verwendet. Entlehnt aus dem Lateinischen freneticus. Wahnsinnig, gehirnkrank, Geisteskrankheit, Wahnsinn. In der festen Wendung kennt man es als frenetischer Beifall, rasender, tobender Beifall. Später wird frenetisch auch im Zusammenhang mit anderen intensiven, übertriebenen Gefühlsäußerungen verwendet. Prozession. Eine Prozession, lateinisch procedere, vorrücken, voranschreiten, in der Bedeutung mit Prozession, auch lateinisch rogatio von rogare, beten, bitten, ist ein religiöses Ritual, bei dem eine Menschengruppe einen nach bestimmten Regeln geordneten feierlichen Umzug oder Umgang meist zu Fuß vollzieht. Im säkulären Bereich entsprechen ihr Festzug, Parade, Trauerzug oder Demonstration. Die Merkmale. Eine Prozession wird definiert als ein liturgisches Ab- und Umschreiten, als kollektive Gebärde einer Kulturgemeinde, die als Kulthandlung regelmäßig wiederkehrt.
Bei einer Wallfahrt stehen dagegen nicht der Vorgang des Schreitens und der Weg, sondern das Ziel im Vordergrund. In der Regel ein Heiligtum. Greta ist sakrosankt, wie man früher sagte. Sakrosankt, vom lateinischen Adjektiv sacrosanctus, einem Kompositum aus sacer und sanctus, deutsch unverletzlich, hochheilig, bezeichnet in der Zeit der Römischen Republik und des Prinzipats die Unverletzlichkeit einer Person, die durch einen Eid gesichert werden sollte. Ich habe das Asperger-Syndrom und für mich ist fast alles schwarz und weiß. I have Asperger's syndrome and to me black and white. Sie sagen immer wieder, dass der Klimawandel ein existenzieller Faktor ist und das allerwichtigste Problem überhaupt. They keep saying that climate change is an existential threat and the most important issue of all. Und doch machen sie weiter wie zuvor. They just carry on like before. Wenn die Umweltverschmutzung enden soll, dann müssen wir sie beenden. If the emissions have to stop, then we must stop the emissions. Übrigens, klappen wir auch noch bei dieser Rede von Greta, bei dieser Predigt, möchte ich sagen, von Greta, anschließend frenetischen Applaus. Oder frenetisches Geblöke. Kult. Kult oder Kultus, von lateinisch cultus, deorum, Götterverehrung, von colere, anbauen, pflegen, umfasst die Gesamtheit religiöser Handlungen. Obwohl Kult von allem als Bezeichnung für religiöse oder spirituelle Praxis benutzt wird, ist die Bedeutung in der Alltagssprache weitergefasst und schließt auch andere Arten von ritualisierten Handlungen ein. Im Kult betritt der Mensch eine Sphäre, die sich deutlich vom Alltagsleben abhebt. Zu kultischen Handlungen versammeln sich Menschen, um mit einer konkreten oder abstrakten überirdischen Wesenheit in Verbindung zu treten, mit dem Ziel, sie gewogen zu stimmen oder zu einer bestimmten Handlung zu motivieren. Wie hypnotisiert folgen erwachsene Menschen den kindlichen Parolen. Sie scheinen über das geistige Potenzial eines Kindergartenkindes nicht hinausgekommen zu sein. Schon krass, wie beeinflussbar Menschen sind. Und dieses Mal sind wir Zeitzeugen. Sekte. Hier haben wir die Klimasekte in Berlin. Eine kleinere Gemeinschaft, die in meist radikaler, einseitiger Weise bestimmte Ideologien oder religionsähnliche Grund- oder Glaubenssätze vertritt. Im Fall von Extinction Rebellion oder Fridays for Future haben wir es mit Apologeten einer Fake-Apokalypse zu tun. Innerhalb der Glaubensgemeinschaft wird dogmatisch CO2 als Bösewicht klassifiziert und der Mensch als CO2-Sünder benannt und man ruft dazu auf, zur Glaubensgemeinschaft zu konvertieren. Die Forderungen stellen sich wie folgt dar. Mit der CO2-Steuer wird ein moderner Ablasshandel eingeführt. Die Regierung erklärt ihren Wahn als die Wahrheit und ruft den Klimanotstand aus. Klimanotstandsgesetze wären doch nicht schlecht. Ja gut, aber in Deutschland sollte man den Begriff vielleicht dann noch nicht verwenden. Also deswegen muss man dann in Amerika oder im Angelsächsischen ist das ein bisschen, Emergency oder sowas ist dann nicht so vorbelastet. Deswegen Da würde uns schon ein besserer Begriff einfallen. Genau. Also. Man darf Aktivist aber nicht mit Journalist verwechseln. Da gibt uns Thilo Jung ein gutes Beispiel auf Twitter, wenn er schreibt: Als Journalisten haben wir gelernt, Leugner des menschengemachten Klimawandels medial zu ignorieren, sie lächerlich zu machen und ihnen keine gleichberechtigte Plattform zu bieten. Das müssen wir nun auch bei den Feinstaubbelastungsleugnern schaffen. Der schlauste Weg, Menschen passiv und gehorsam zu halten, ist, das Spektrum an akzeptabler Meinung streng zu beschränken, aber eine sehr lebhafte Debatte innerhalb dieses Spektrums zu ermöglichen, sogar die kritischeren und die Ansichten der Dissidenten zu fördern. Das gibt den Menschen ein Gefühl, dass es ein freies Denken gibt, während die Voraussetzungen des Systems durch die Grenzen der Diskussion gestärkt werden. Noam Chomsky. Alle Parteien der Industriestaaten, ob rechts oder links, werden die CO2-Erderwärmungstheorie übernehmen. Dies ist eine einmalige Chance, die Luft zum Atmen zu besteuern. Weil sie damit angeblich die Welt vor dem Hitzetod bewahren, erhalten die Politiker dafür auch noch Beifall. Keine Partei wird dieser Versuchung widerstehen.
Dies prophezeite uns schon 1998 Nigel Calder, der vielfach ausgezeichnete britische Wissenschaftsjournalist, jahrelanger Herausgeber vom New Scientist und BBC-Autor. Es gibt hier zwei vorrangige Themen. Das erste betrifft die wachsende Kluft zwischen der politischen Elite und dem Steuerzahler. Zweitens die hysterische Besessenheit mit vom Menschen verursachter globaler Erwärmung. Diese beiden Themen sind aufs engste miteinander verbunden. Die Fixiertheit auf eine globale Erwärmung ist ein klassisches Beispiel für die Entfremdung der hiesigen politischen Klasse mit dem kleinen Mann, der die Rechnung zahlen muss. Während die EU die Vorschläge der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen unterstützt, die Deindustrialisierung des Westens und die Wirtschaft der dritten Welt voranzutreiben, betrachtet eine wachsende Mehrheit der normalen Leute einen Klimawandel als einen Schwindel der Eliten, als eine Ausrede, sie zu besteuern und zu beherrschen und einen Internationalismus und eine Weltregierung auf Kosten der Nationalstaaten einzuführen. Können Sie nicht die Gefahr bei diesem Unsinn sehen? Es ist Zeit, sich die Tatsachen anzuschauen. Eine von Menschen verursachte globale Erwärmung ist eine auf manipulierten Statistiken fußende, unbewiesene Theorie. Die sogenannte Übereinstimmung bei diesem Thema ist das Ergebnis nicht einer Diskussion, sondern der Unterdrückung von Einwänden von Fachleuten. Bevor es die politische Klasse und der industrielle Komplex wagen, dem Steuerzahler eine einzige neue Steuer, giftige Glühbirne oder nutzlosen Windpark aufzuhalsen, sollen sie die Öffentlichkeit überzeugen, dass eine globale Erwärmung vom Menschen erzeugt ist, dass das Wiederkehren zum Klima des Mittelalters schlecht wäre und dass die EU im Gegensatz zu den USA, China und Indien sowieso irgendetwas dagegen tun kann. Zitat: Wenn Plündern für eine Gruppe in der Gesellschaft zur Lebensart wird, schaffen sie im Laufe der Zeit ein Rechtssystem, welches dies legalisiert, und einen Moralkodex, der es glorifiziert. Claude Frédéric Bastiat. What is more expensive? Was kostet uns mehr? Eine CO2-Steuer oder sterben? Or dying. Ich ziehe die CO2-Steuer vor. Bei jeder Lösung muss ich ein Opfer bringen. Ich ziehe das dem Tod vor. I choose that over death. Der Faschismus von heute hat äußerlich nichts mit dem aus der Vergangenheit zu tun. Keine Uniformen, Stechschritt und erhobener Gruß, nein. Er ist modern, raffiniert verpackt und wird mit PR verkauft. Aber der Geist, der dahinter steckt, die totale Kontrolle und Ausbeutung, die Zensur, die Mediengleichschaltung, die Lügen, der selbstgemachte Terror, der Sicherheitswahn, die Unterdrückung von Andersdenkenden, die Militarisierung der Gesellschaft und die Angriffskriege. Die Resultate sind dieselben. Umberto Eco. Stephen Henry Schneider war ein US-amerikanischer Plasmaphysiker und einer der international einflussreichsten Klimawissenschaftler seiner Zeit. Im Oktober 1989 schreibt er im Discover-Magazin: Also müssen wir ängstigende Szenarien liefern, einfache, dramatische Äußerungen machen und Zweifel, die wir vielleicht haben, wenig erwähnen. Diese ethische Doppelbindung, in der wir uns oft befinden, kann durch keine Formel gelöst werden. Jeder von uns muss entscheiden, was das richtige Gleichgewicht ist zwischen effektiv sein und ehrlich sein. Ich hoffe, dass es auf beides hinausläuft. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Hier geht es nicht um verschiedene legitime politische Meinungen. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Die andere Seite der Medaille, das ist die aktive Gestaltung der internationalen Ordnung. Und ich werde nicht locker lassen, und das gilt für die ganze Bundesregierung. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Bis wir international eine neue Finanzmarktverfassung, einen fairen Freihandel, eine bessere Beachtung von sozialen Mindeststandards, einen Abbau der wirtschaftlichen Ungleichgewichte und den Ausbau des internationalen Klimaschutzregimes insgesamt geschafft haben. Ich möchte, dass ihr in Panik geratet. Ich möchte, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Und dann will ich, dass ihr handelt. Ich möchte, dass ihr handelt, wie ihr es in einer Krisensituation tun würdet. Ich möchte, dass ihr so handelt, als ob unser Haus brennt, denn das tut es. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Verschiedene legitime politische Meinung. Nur eine legitime Einstellung. Und den Ausbau des internationalen Klimaschutzregimes. Wir müssten auf Freiheit verzichten, das tun wir nicht. D'accord, also das ist, So für dich als Mensch, ist es wichtiger, quasi demokratisch in den Untergang zu reiten?
oder dann doch besser eine ökologische Diktatur für 20 Jahre einzurichten. Das, was Sie sagen, das geht ja nur deswegen, also so, das ist der Erfolg, weil die Chinesen das einfach oben runter diktieren. Das ist ja Ökodiktatur. Nein, doch. Das ist, die haben sowas gemacht. Ein planwirtschaftliches Element. Wir hatten. Aber kommen wir um eine Ökodiktatur rum? Nein. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Das ist ein politisches Konzept, was du da vorlegst. Ja, ich habe auch eins, die Ökodiktatur. 10 Grundgesetze aus. Gesellschaft im Kreislauf, der Staat ist 2 Generationen ruhig gestellt. Hier geht es nicht um verschiedene legitime politische Meinungen. Da gibt es eben keine Opposition und keine Mitbestimmung. Und wenn die Fehler machen, dann werden die trotzdem nicht abgewählt. Vielleicht gibt es mal irgendwann eine Revolte in China. Aber erst einmal ist das System effizienter. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und ich glaube, dass die Entscheidung kann man nicht ökonomisch treffen. Die kannst du nur wertegeleitet treffen und sagen, ja, also ich würde sagen, ja, das wollen wir. Den Ausbau des internationalen Klimaschutzregimes. Manche Leute behaupten, meine Eltern hätten mich einer Gehirnwäsche unterzogen. Aber es war umgekehrt. Ich habe meine Eltern manipuliert. Klimademonstranten rennen offene Türen ein. Ist das nicht seltsam? Dem Twitter-Account des Medienwissenschaftlers Dr. Norbert Bolz war zu entnehmen, dass Demonstrationen für die Politik der Regierung stattfinden und Regierungsmitglieder sich den Demonstranten anschließen, gab es bisher nur in totalitären Staaten. Aber spätestens beim klimaneutralen Segeltörn in die USA hat sich mancher gefragt, Mission oder Marketing? Wir müssen hier etwas tiefer loten. Ökologische Probleme sind offensichtlich deshalb das ideale, unüberbietbare Thema der Massenmedien, weil eben die ganze Welt in den Blick rückt. Alle sind betroffen. Klimawandel und Umweltverschmutzung kennen keine Grenzen. Schon Nietzsche hat vermutet, dass wir in einer Gesellschaft der Notsüchtigen leben. Nichts ist uns nötiger als Nöte, sichtbare Unglücke. Und gerade die lustvolle Unbetroffenheit durch das Leid dort draußen fordert komplementär die Betroffenheit als Attitüde. Statt zur Schule zu gehen, geht sie zu Pressekonferenzen, Interviews und Fototerminen. Sie spricht vor der UNO und den Mächtigen von Davos, bekommt einen Handkuss von Juncker und eine Audienz beim Papst. Die 16-Jährige wird überschüttet mit Preisen und ist bereits für den Friedensnobelpreis nominiert. So sieht Medienmanipulation aus. Greta. Kind. Keine Wissenschaftlerin. Wiederholt Propaganda, mit der man sie gefüttert hat. Erhält 24/7 Berichterstattung. Dr. Judith Curry. Klimatologin. Lehrstuhl für Erd- und Atmosphärenwissenschaften im Georgia Institut für Technologie von 2002 bis 2013. Mitglied des Klimakomitees des Nationalen Forschungsrates. Hat mehr als 140 wissenschaftliche Abhandlungen und Bücher zum Thema Klima veröffentlicht. Sagt, es ist alles ein Hoax. Erhält keine Medienberichterstattungen. Könntest du uns bitte sagen, welche Botschaft du den Regierenden der Welt hiermit sendest? Und denkst du, es ist an der Zeit, dass Präsident Trump auf das, was du heute sagst, reagiert? Ich denke, Entschuldigung, was war die erste Frage? Welche Botschaft möchtest du mit dem, was du tust, übermitteln? Ich denke, die Nachricht, die wir überbringen wollen, ist, dass wir genug haben. Und kann jemand anderes die Frage beantworten? Ich kann nicht für jeden sprechen. Irgendjemand anderes, der hier was sagen möchte, so der Botschaft an die Regierenden? Was ist mit Präsident Trump? Meinst du, er soll dir antworten? Ich denke, sie sollten auch mal den anderen eine Frage stellen. Das Sankt-Florian-Prinzip oder anders die Sankt-Florian-Politik bezeichnet Verhaltensweisen, potenzielle Bedrohungen und Gefahrenlagen nicht zu lösen, sondern auf andere zu verschieben. Die englischsprachige Entsprechung ist NIMBY, ein Akronym für Not in my backyard.
zum Beispiel sich damit zu beschäftigen, dass die Politik das Klima beeinflussen könne, statt sich um das ungedeckte und substanziell wertlose Falschgeldsystem oder sich etwa um die kriminellen Machenschaften der Geheimdienste zu kümmern. Wir haben eine Klimakanzlerin. Dann braucht man sich keine Gedanken ums Falschgeld zu machen oder Regierungskorruption. Und in den Massenmedien wird das Klima zum Hauptthema hochstilisiert. Schlagzeilen mit Schlagseite. Senja Post und Hans-Matthias Keplinger von der Universität Mainz haben 133 deutsche Klimaforscher befragt. Ihre Ergebnisse sind für beide Seiten, die Forschung wie die Medien, ernüchternd. 70-80% der Wissenschaftler halten die Berichterstattung für unrealistisch und überzeichnet, sagt Keplinger. Kritisiert worden seien dabei vor allem Berichte in den Politikressorts und in Feuilletons. Gerade die Schlagzeilen auf den Front- und Kulturseiten steuern aber ganz offensichtlich den Kurs der Forschung. Ergebnis der Mainzer Umfrage? Die Klimamodellierer mit ihren Flut- und Dürre-Szenarien bekommen besonders viel Geld. Die warnenden Theoretiker sind die medialen und ökonomischen Gewinner des Klimahypes zu Lasten der Empiriker. Hier haben wir ein klasse Beispiel für Framing. Der Medienzirkus nennt es heute Extremwetter. Früher hieß es ganz banal Jahreszeiten. Wie sieht es bei unseren Nachbarn aus? Österreich ist auf Platz 49 und die Schweiz nur auf Platz 77. Angeblich, so das Narrativ, sei es möglich, die Zukunft mit Computern zu berechnen. Aber wie aussagekräftig sind solche Modelle? Es kommt auf die Aufgabenstellung an. So kann man relativ zuverlässig berechnen, wann eine Billardkugel auf dem Boden aufschlägt, wenn man sie aus dem 10. Stock wirft. Obwohl, so einfach ist das nun auch wieder nicht. Der Teufel steckt nämlich im Detail. Denn die einfache Formel der Schwere... Menschen werden selten, wenn überhaupt, durch Argumente überzeugt. Diejenigen, die abweichende Meinungen übernehmen, tun das, weil sie bereits von Natur aus dazu veranlagt waren und die Ereignisse einen Prozess bewirkt haben, durch den sie sich selbst treuer geworden sind. Fenster und lässt sie einfach fallen oder wirft man sie in einem hohen Bogen hinaus? Hier werden Mathematik und Physik das Problem wahrscheinlich noch hinreichend in den Griff bekommen, aber auch nur, weil die Aufgabenstellung so primitiv und eng begrenzt ist. Man könnte den Blick in die Glaskugel der Zuverlässigkeit der Computermodelle einigermaßen vertrauen und die eine oder andere Prognose, wann die Billardkugel auf dem Boden aufschlägt, ist möglicherweise aufgrund des kurzen Prognosezeitraums stimmig. Wirft man dagegen einen Papierflieger aus dem 10. Stock, wird die Sache schon wesentlich komplizierter. Zwischen einem steilen Sturzflug und einem minutenlangen Segelflug ist nämlich alles drin. Vielleicht sieht man den Flieger auch nie wieder, weil ihn eine Böe davonträgt oder er gerät in einen Windwirbel oder eine Therme. Gewicht, Bauweise, Anstellwinkel des Fliegers über Längs- und Querachse müssen auch berücksichtigt werden. Kurz, hier muss ein Computermodell bereits passen. Es sind zu viele Daten, die aus einem chaotischen System erhoben werden müssen, als dass man eine Prognose aus der Glaskugel wagen dürfte. Die Computermodelle sind aufgrund der vielen Einflussgrößen und Faktoren wie Wind und Wetter völlig wertlos. Stellt euch einmal vor, die Forscher werden beauftragt, für 2 oder 100 Papierflieger eine exakte Prognose zu berechnen. Sie bestreiten nicht, dass es die globale Erwärmung gibt, oder doch? Ich bestätige ganz gewiss, dass zu verschiedenen Zeiten Temperaturen steigen und fallen, und ich vermute, dass von der Unzahl an verschiedenen Klimamodellen, welche die Wissenschaftler bekannt geben, eines womöglich richtig ist. Wenn eines womöglich richtig ist und wenn es einen Weg gäbe, dieses eine Modell zu reparieren, was wäre dann ein Vorschlag, den Sie machen würden? Warum sollte man es reparieren? Ich meine... Weil die Temperatur in den letzten 100 Jahren um 0,2 Grad gestiegen ist? Ich meine, steigende globale Erwärmung gleich steigende Luftverschmutzung. Ach, ist das so? Ich dachte, es hieß immer, dass steigende Luftverschmutzung globale Erwärmung verursache. Ja, die Verbrennung von fossilen Brennstoffen steigert Treibhausgase. Ist das so? Ich bin davon nicht überzeugt, denn das hauptsächliche Schaubild, welches die Vertreter ihrer Anschauung präsentierten, das Hockeyschläger-Schaubild von 1999, hat sich in den letzten
7 oder 8 Jahren als Schwindel herausgestellt. Gibt es also eine Verbindung zwischen Kohlendioxid und gestiegenen Temperaturen? Ja, vielleicht. Ich vermute schon, bin jedoch kein Fachmann diesbezüglich. Mir geht es aber um etwas anderes. Ich bin wirklich bereit einzuräumen, dass dies womöglich der Fall ist und es womöglich durch von Menschen erzeugte Treibhausgase verursacht wurde. Aber worauf läuft das hinaus? Was ist das Ergebnis? Wozu wird das führen? Welche Katastrophe wird kommen, um politische Strategien dagegen zu entwickeln? Ja, stimmt. Ich weiß es nicht. Wenn Sie mir das bitte darlegen können, bin ich mehr als bereit, mich mit einer ernsthaften politischen Diskussion zu beschäftigen. Aber es sind nicht nur Sie, junge Frau. Sie sind genauso viel fachmännisch wie führende linke Politiker heutzutage, die ohne Beweise dreist behaupten, dass irgendeine Art von Katastrophe auf uns zukommt. Und deswegen müssen Sie jedem das Geld wegnehmen, immer mehr privatisieren und den Leuten die Grundrechte beschneiden oder wegnehmen. Alles wegen der Katastrophe, die passieren wird. Und dann fragen wir, was ist die Katastrophe? Und dann sagen sie, wie kannst du es wagen? Du leugnest das Problem. Bitte zeige mir einfach das Problem. Und dann können wir über eine Lösung reden. Aber bis es soweit kommt. Es ist nicht die politische Rechte, die in diesen Umweltfragen unehrlich ist. Es ist die Linke. Ganz neue Töne von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Laut Bild-Zeitung erklärte sie in der Fraktion, so wörtlich, das Pillepalle in der Klimapolitik zu beenden. Demnach soll es demnächst Beschlüsse geben, die zu disruptiven Veränderungen führen. Aber dann dürfe es von der Regierung kein Pillepalle mehr geben, mit vielleicht ein paar Cent mehr Steuern auf Benzin und Diesel, sondern Beschlüsse, die zu disruptiven Veränderungen führen. Man reibt sich die Augen. Pillepalle? Disruptiv? Die nennen ihr Steuerabzocksystem Pillepalle und disruptiv, was so viel bedeutet wie ein Gleichgewicht, ein System oder ähnliches zerstörend. Was ist mit der seit 1999 erhobenen Ökosteuer? Die Einnahmen der deutschen Ökosteuer fließen in den allgemeinen Haushalt. Eine Zweckbindung, zum Beispiel für die Förderung erneuerbarer Energien, gibt es nicht. Diese Frau hat angeblich Physik studiert. Als ich den roten Punkt auf der Karte sah, dachte ich, das ist nicht möglich. Die Wetterstation Naimakka, einer der kältesten Orte in Schweden, meldete hohe Plusgrade. Ich musste herausfinden, ob es sich um ein Wetterphänomen handelte. 235 Kilometer nördlich des Polarkreises. Naimakka, Schweden. Einwohner? Einer. Arke, 80 Jahre. Ich lebe hier ganz allein. Die erste Wetterstation. Sie wurde schon von meinen Eltern betrieben. Dann hab ich übernommen. Ich vermisse die Menschen. Dann hatte ich die Idee, wie ich wieder mehr Besuch bekomme. Ich wollte der Welt zeigen, wie warm und gemütlich es hier sein kann. Ich habe ein Zelt über die Wetterstation gebaut und den Installateur gebeten, es aufzuheizen. Kritiker wie der Wetterexperte Jörg Kachelmann sowie das Wetterportal Wetter Online hatten Zweifel an der Richtigkeit des Spitzenwertes von 42,6 Grad geäußert und auch die Eignung des Standorts bestritten, weil sich dort die Hitze stauen könne. Kachelmann schrieb, der Fehler durch die ventilationshemmende Umgebung ist rund 3 Grad. Das zeigten die umliegenden Stationen. Lingen sei ein sehr spezielles Messfeld. Gegenüber Media äußerte er sich in einem Interview in diesem Jahr wie folgt. Über 90% aller Geschichten zu Wetter und Klima sind teilweise falsch oder mutwillig frei erfunden. Die Themen klicken gut und niemand beschwert sich beim Presserat oder Landgericht. Was die Berichterstattung zu naturwissenschaftlichen Themen angeht, erlebe ich eine Verkommenheit weiter Teile des Medienbetriebs, die mich beelendet. Was machst du da? Ich möchte noch einen Flyer mit dieser Wikipedia-Grafik für die Demo am Freitag erstellen. Vielleicht kannst du mir helfen. Klick einfach rechts auf der Grafik, dann kopieren und dann in Photoshop einfügen. Ja, genau so. Ah, super, wie das funktioniert. Aber die Grafik ist gar nicht dramatisch genug. Ich möchte da noch was ändern. Wie können wir die Zeitleiste unten ändern? Markiere einfach den Bereich, dann den Bereich löschen und dann an die Stelle einen Textbaustein. Super. Dann kann ich ja hier meine Zahlen eintippen und es fällt überhaupt nicht auf. Ja, aber das ist doch glatter wissenschaftlicher Betrug. Wieso? Bei Harry wird die Grafik auch so präsentiert. Wer ist Harry?
Na, wie heißt er denn nochmal? Ich meine diesen wissenschaftlichen Fernsehclown. Aber das hat nichts mehr mit der Erhöhung der Temperatur in den letzten 50, 60 Jahren zu tun. Wir wissen ganz genau, dass es die Treibhausgase sind, die die Erwärmung antreibt. Man kann dann zeigen, wie das ist für die verschiedenen... Krass. Das ist unglaublich, ne? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, ne? Das liegt durchaus daran, dass ich einfach besser bin. Der Deutsche Hochschulverband hat den Vorschlag unterbreitet, in das Strafgesetzbuch einen Straftatbestand einzuführen, der Wissenschaftsbetrug heißt. John Schellenhuber vom Potsdamer Klimainstitut hat es ja mal so prägnant formuliert. Weil ich finde, dass wir heutigen Erwachsenen unsere eigenen Nachkommen betrügen. Ramme ich die Fahne der Aufklärung in den Boden? Und einer guten Sache dient es doch auch. Die Leute lieben ihre Apologeten. Scientific Bias und dass die Uhr immer 5:12 zeigt. Oh, du behauptest tatsächlich Scientific Bias, also die wissenschaftliche Voreingenommenheit und das Manipulieren von Grafiken sind kein Betrug? Meyers Konversationslexikon ist eine bedeutende Enzyklopädie des 19. und 20. Jahrhunderts in deutscher Sprache. Unter dem Eintrag zu Kohlensäure steht auf Seite 917 der vierten Auflage 1885 bis 1892 des Lexikons, Zitat, Kohlensäure, Kohlensäureanhydrid, Kohlendioxid, CO2, findet sich zu etwa 0,04% in der Atmosphäre. Zitat Ende. Das ist in etwa der gleiche Wert oder Anteil, wie wir ihn auch heute vorfinden. Laut dem Klimaalarmisten Hans-Joachim Schellenhuber, Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und dem für dieses Institut tätigen Paläoklimatologen und Ozeanografen Stefan Rahmstorf, gibt es echte und direkte Messungen der CO2-Konzentration jedoch erst seit den 50er Jahren. Treibhauseffekt deshalb, weil eben das Kohlendioxid hier drin nicht anders wirkt als das Glas in einem Treibhaus. Es hält die Wärme zurück, es sperrt die Wärme gewissermaßen ein, sie kann nicht nach oben abstrahlen. Ja, schon beeindruckend, was die da damals alles im Studio gemacht haben. Aber Dirk, da muss ich jetzt mal fragen, also in der Atmosphäre sind 0,04% CO2. Die pumpen hier den Schlauch komplett mit CO2 voll, also wahrscheinlich dann mit 90, 100, wenn die Kerze ausgeht. Gehen wir von 100 aus, ja. 100%, ja, dass das einen Einfluss hat auf die Temperatur, kann man sich ja noch vorstellen, aber 0,04%? Ja, also einmal, das ist dieser Versuch, sowas nennt man ein qualitativer Versuch. Also das heißt, was hier gezeigt wird, ist, hat, also was ihr jetzt nicht, was jetzt niemand mehr abstreiten kann, wenn er das sieht, ist, dass CO2 hat eine Auswirkung auf die Temperatur. Und zwar, wenn ich 100% habe, innerhalb von 2 Minuten, die dieser Clip läuft, geht die Temperatur von 25 auf 37 hoch. Also innerhalb einer sehr kurzen Zeit durch diese hohe Konzentration eine immense Erwärmung. Das ist eben, kommen wir auch noch an einer anderen Stelle dazu. Also das heißt, dieser Versuch ist natürlich ein qualitativer. Es ist nicht ein sozusagen eine, der zeigt, was CO2 macht. Es geht hier nur um einen Versuch, um zu zeigen, CO2 hat eine Temperaturwirkung. Es erzeugt eine Erwärmung. Das kann nach diesem Versuch keiner mehr abstreiten. Doch, das kann man. Und zwar, weil es sich bei diesem Versuch um einen Taschenspielertrick, einen Schwindel und eine grüne Gehirnwäschetäuschung handelt. 1978 hat der Fernsehmoderator Heumer von Ditfurth einen spektakulären Selbstversuch unternommen, um mit einem Experiment den CO2-Treibhauseffekt zu beweisen. Das Experiment bestand aus 2 großen Zylindern aus durchsichtiger Plastikfolie. In dem rechten Zylinder allerdings befand sich todesmutig Ditfurth mit einem Atemgerät, in das CO2 eingeleitet wurde. In den anderen Zylinder wurde Sauerstoff eingeleitet, während das Ganze aus kürzester Entfernung mit Studiolampen bestrahlt wurde und eindrucksvoll demonstriert werden sollte, dass CO2 die Atmosphäre sehr stark erwärmen kann. Dr. Michael Schnell von der Universität Rostock hat das Experiment in Thermoskannen in XXL-Format aufwendig nachgestellt und hatte bei seinem ersten Versuch CO2 eingeleitet und in einem zweiten Kontrollversuch Argon. Er stellte fest, dass sowohl beim CO2 als auch beim Argon die gleichen Temperaturverläufe zu verzeichnen waren. Nach den herrschenden Klimamodellen jedoch scheidet Argon als Klimakiller neben den Hauptbestandteilen der Atmosphäre Stickstoff und Sauerstoff
als Verursacher des angeblichen Treibhauseffektes aus. Schnells Erklärung dafür war, dass die Wärmeleitung schwerer Gase eine kleinere spezifische Wärmeleitfähigkeit als Luft hat und den Wärmestrom zwischen Röhre und Außenluft verringert. Er führte dies sehr detailliert und sachlich in einem Vortrag aus. Übrigens ohne Schaum vorm Mund, also etwas anders, als man es bei Herrn Pohlmann beobachten kann. Dr. Michael Schnell unterstellt in seinem Fazit dem Fernsehmoderator Heumer von Ditfurth keine Absicht, stellt jedoch auch fest, dass das Experiment eine grobe Täuschung der Öffentlichkeit ist. Verständlich, dass Kinder und Jugendliche Zukunftsängste bekommen, wenn sie solche Filme sehen, die eine CO2-Wirkung vortäuschen. Ein weiterer Aspekt dieses Taschenspielertricks besteht darin, dass die erwärmte Luft im linken Schlauch aufsteigen und kalte Luft nachströmen kann. Im rechten Schlauch hingegen kann das erwärmte CO2 nicht aufsteigen. Selbst stark erwärmtes CO2 ist immer noch schwerer als Stickstoff, dem Hauptbestandteil der Luft. Das, was wir dort sehen, ist kein CO2-Treibhauseffekt, sondern ein simpler Schwindel, der auf fehlender Konvektion basiert. Also, das war eine ganz schöne Sauna da drin. Ich glaube jedenfalls, dass unser kleiner Versuch, welche Auswirkungen Kohlendioxid auf die Wärmekapazität von Atmosphäre hat, dass der ganz schön anschaulich ausgefallen ist. Wir leben im Zeitalter der Vernunft und die Aufregung um die globale Erwärmung kommt als Wissenschaft daher. Aber das ist keine Wissenschaft, sondern Propaganda. Es geht hier nur um einen Versuch, um zu zeigen, CO2 hat eine Temperaturwirkung. Es erzeugt eine Erwärmung. Das kann nach diesem Versuch keiner mehr abstreiten. Uns werden Lügen aufgetischt. Darauf läuft es hinaus. Es gibt keinen Beweis, dass CO2 einen großen Effekt auf das Klima hat. Die beiden Argumente, die der IPCC, der Weltklimarat, vorbringt als vermeintlichen Beweis, dass Menschen der Hauptgrund für die Erderwärmung seien, sind folgende: dass es nichts anderes gibt, was dieses erklären könnte im 20. Jahrhundert und dass diese Erderwärmung im 20. Jahrhundert nie da gewesen sei. Diese Argumente sind fehlerhaft. Sie fragen sich vielleicht, warum. Wir wissen aus den ClimateGate-E-Mails, dass diese Kurve, die einem Hockeyschläger gleich dubiose Wissenschaft war. Die mittelalterliche Warmzeit war real und auch kleine Eiszeiten waren weltweit unreal. Und obwohl der Weltklimarat IPCC dieses nicht zugibt, wissen wir, dass die Sonne einen großen Effekt auf das Klima hat. Die Tatsache, dass die Temperatur in den letzten 20 Jahren weniger angestiegen ist, als vom Weltklimarat vorhersagt, sollte eine Warnleuchte angehen lassen, dass hier etwas falsch ist. Wissenschaft ist keine Demokratie, die Mehrheit hat nicht immer unbedingt recht und man sollte vorsichtig sein und unterscheiden zwischen Belegen für Erderwärmung durch Menschen verursacht. Es gibt keine Belege für das Letztere. Leute können natürlich Schreckensbotschaften verbreiten mit sekundären Klimaeffekten, wie zum Beispiel Erderwärmung, Meeresspiegelanstieg, Kryosphäre, Dürren, Überschwemmungen und wirtschaftlichen Effekten. Aber wenn das zugrunde liegende Klimamodell fundamental falsch ist, sind auch die Vorhersagen, die daraus hervorgehen, irrelevant. Ich möchte schließen und sagen, dass die Angst vor der Erderwärmung und auch die Verurteilung aller gegenläufigen Stimmen nun zum Zeitgeist gehören und wir sollten also eine Minute innehalten und darüber nachdenken, bevor wir so viele unserer wertvollen öffentlichen Ressourcen verschwenden. Gewaltiges Getöse, Wassermassen auf einer Breite von 1700 Metern, die über eine Bruchkante fallen, das sind die Victoria-Fälle, der größte Wasserfall der Welt, eigentlich. Doch so sieht es derzeit aus. Die Victoria-Fälle sind nahezu ausgetrocknet, der Wasserfall ein Rinnsal. Eine Trockenheit von diesem Ausmaß, das gab es noch nie. Klimawandel, ich dachte, die Leute würden nur so reden. Aber jetzt sehen wir, die Wasserfälle sind trocken. Mit der Trockenheit bricht die auf Wasserkraft basierende Stromversorgung zusammen und Einheimische verlieren ihre Jobs, wenn Touristen ausbleiben. Nach UN-Angaben hat es in der Region so wenig geregnet wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. Es gab in dieser Region in den letzten 5 Vegetationsperioden nur einmal normale Niederschlagsmengen und die Prognosen bis zum nächsten Frühjahr sehen erneut schlecht aus. Die Vereinten Nationen sprechen von einer Klimakatastrophe im südlichen Afrika und einer humanitären Katastrophe. 45 Millionen Menschen seien bedroht von Hunger.
Werfen wir doch mal einen aktuellen Blick auf die Webseite der Viktoria-Fälle. Dort steht unter anderem, das Internetzeitalter ist mit einer Überflutung an Informationen verbunden, die für Verwirrung und falscher Darstellung führen kann. Die Viktoria-Fälle sind nicht nur nie ausgetrocknet, sie waren auch im vergangenen Jahr die höchsten seit 2010. Jedes Jahr zeichnen wir die Wasserstände in einer Grafik auf. Wie Sie sehen können, gibt es saisonbedingt in der Trockenzeit Rückgänge und in der Regenzeit Anstiege. Dies ist nichts Neues. Es ist eine natürliche Schwankung. Abgesehen von diesem Jahr lag der Wasserstand in den letzten 5 Jahren über dem normalen Durchschnitt. Werden wir informiert oder werden wir programmiert? Einfach mal ein paar Schlagzeilen auf sich wirken lassen. Klimastudie. Warum Babys die größten Klimakiller sind. Ausartender Konsum ist Klimakiller Nummer 1. Wie Digitalisierung das Klima belastet. IT-Wachstum konterkariert Klimaschutzbemühungen. Klimakiller Hund und Katze. So verringern sie ihren CO2-Pfötchenabdruck. Fleischesser sind Klimakiller. Klimaforscher warnt. Wir sind so uncool. Der CO2-Ausstoß der Hamburger lässt jedes Jahr Arktis-Packeis in der Größe von Eimsbüttel schmelzen. Experten sehen Megastädte als größte Klimakiller. Methan. Klimakiller Nummer 1. Butter. Klimakiller Nummer 1. Luftverkehr. Klimakiller Nummer 1. Und so weiter und so weiter und so weiter. Besorgniserregend, wie rasant der Meeresspiegel steigt. Und das ist jetzt nur von 1932 bis heute. Stellt euch mal vor, wenn das so weitergeht. Der Spiegel schreibt: Klimawandelszenarien. London, Paris und Polen sind untergegangen. Der Meeresspiegel steigt unaufhaltsam. Für den Weltklimarat hat die Sintflut bereits begonnen. Welche Orte lohnt es sich zu schützen, welche nicht? Und was genau heißt das für die Menschen? Die Szenarien wurden unter anderem auch von Klaas Relotius in Szene gesetzt. Sagt man jetzt den renommierten und hochdotierten Journalisten? Oder Märchenonkel. Hier wird gezeigt, wo die Temperaturen gemessen werden. Über dem 60. Breitengrad sind es 167 Punkte im Norden. Zwischen 30 Grad und 60 Grad gibt es ziemlich viele Messungen. Die Vereinigten Staaten sind voll damit. Und schließlich am Südpol gibt es 8 Messstationen der NASA. Das ist alles, was sie am Südpol haben. 8 Thermometer. Und wenn man 8 Thermometer hätte, um die Durchschnittstemperatur in Deutschland zu messen, wo würde man diese platzieren? Also 8 Thermometer für einen Kontinent, das ist nichts. Und noch ein Faktor, am Südpol ist es noch nie so kalt gewesen wie gerade jetzt. Es gibt dort mehr Eis, als es jemals gegeben hat. Aber man spricht nicht darüber. Man spricht über den Nordpol, wo es zurzeit wärmer ist. Ja, aber man sieht natürlich auch eine Riesenchance, weil wenn die Arktis abtaut, dann kommt man auch an Bodenschätze ran. Das ist ja auch so. Aber ich möchte da genau sagen. Ja, genau. Also, die Arktis ist kein Kontinent, sondern ein von Kontinenten umgebenes Meer, das Nordpolarmeer. Dort könnten die beiden Sozialisten Mustafa Kaschewi und Dirk Pohlmann gerne eine Expedition hinleiten, um in bis zu 5500 Metern Tiefe mehr nach Bodenschätzen zu bohren, die sie dann in einer Öllampe benutzen, um die Antarktis abzutauen. Die tiefste Temperatur wurde im Jahre 1983 an der russischen Forschungsstation Vostok im Osten der Antarktis gemessen. Sie betrug minus 89,6 Grad Celsius. Im Sommer stiegen die Temperaturen an den Küsten durchschnittlich auf minus 25 bis 0 Grad Celsius und im Landesinneren auf durchschnittlich minus 40 Grad Celsius. Eisfreie Polkappen stellen erdgeschichtlich den Normalzustand dar und machen etwa 80-90% der Erdgeschichte aus. Beispiele sind die Kreidezeit und das Paläogen, älteres Tertiär. Zeiten mit vereisten Polkappen, die sogenannten Eiszeitalter, stellen die Ausnahme dar. Die aktuelle erdgeschichtliche Periode, das Quartär, ist ein solches Eiszeitalter. Es ist ein herrlicher sonniger Tag, Ende Mai 2026.
Insekten schwirren über die mit Wildblumen gesprenkelte saftig grüne Wiese. Lachende Kinder toben herum. Es ist angenehm warm, 25 Grad Celsius. Nicht so wie im letzten Jahr, da waren es gut 10 Grad Celsius mehr. Das Wetter haben wir leider immer noch nicht im Griff. Es ist spät nachmittags, die Sonne beginnt schon langsam unterzugehen und die Eltern rufen ihre Kinder zusammen. Zeit aufzubrechen. Zurück in die Stadt, der Weg ist weit. Nach Sonnenuntergang sollte man nicht mehr draußen in der Natur unterwegs sein. Man macht sich auf den Weg, Fahrräder, Lastenräder und Handwagen. In die man die Kleinen stopft, sind die gängigen Transportmittel. Es ist schon fast dunkel, als man endlich die Stadt erreicht. Das grelle Glitzern der Großstadt aus der Vergangenheit ist fast verschwunden. Strom ist zu teuer geworden, als dass man ihn für die Beleuchtung verschwendet. Aber gleich wird der Muezzin die Gläubigen zum Gebet rufen. Generell ist 2026 die Stromversorgung eines der größten Probleme. Die Grünen haben bei der letzten Bundestagswahl die absolute Mehrheit errungen und danach den sofortigen Ausstieg aus der Kohleproduktion angeordnet. Seit Strom nur noch aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, gibt es starke Schwankungen im Stromnetz. Bis diese Probleme behoben sind, gibt es für die Bevölkerung zwischen 22 Uhr und 5 Uhr keine Versorgung mehr. Aber jetzt schnell nach Hause. Auch in der Stadt ist es nach Sonnenuntergang zu gefährlich. Marodierende Banden ziehen durch die Straßen. Ausgebrannte Autowracks zeugen davon. Macht nichts. Autos mit Benzinmotor werden sowieso nicht mehr gefahren. Zum einen ist Benzin so teuer geworden, Tankstellen mussten schließen und Treibstoff wird nur noch staatlich reguliert ausgegeben und zum anderen möchte heutzutage niemand geächtet werden. Selbst die Polizei fährt nur noch elektrisch. Leider sind die Fahrzeuge meist zum Aufladen am Netz und das schwankende Stromnetz sorgt für weitere Verzögerung. Darum ruft man die bei einer Bedrohung meist nicht, sondern bleibt nachts in seiner Wohnung. Zu Hause angekommen wird unter dem Schein einer Kerze, die ist zwar wegen Feinstaub verboten, aber die Solarlampe ist kaputt, die Ausbeute des heutigen Tages auf dem Tisch ausgebreitet. Ein paar Kartoffeln, ein paar Möhren und ein paar Wildkräuter, die man auf der Wiese am Waldrand gepflückt hat. Nicht viel, was man beim Bauern schnorren konnte. Seit vor 2 Jahren der Vater seinen gut bezahlten Job als Diplom-Ingenieur bei einem ehemals großen deutschen Automobilkonzern verloren hat, muss die Mutter die Familie ernähren. Sie konnte ihren Halbtagsjob am Flughafen behalten, trotzdem das Fliegen innerhalb Europas und aus Europa heraus für Durchschnittseuropäer unerschwinglich ist. Die Branche lebt eigentlich nur noch von den asiatischen Ökotouristen aus China und Indien, die sich in Deutschland den erfolgreichen Umbau von einem Industrie- zu einem Agrarland anschauen möchten. Während die Mutter das Abendessen vorbereitet, zündet der Vater 2 weitere Kerzen an, aber nicht ohne vorher die Rollläden komplett zu schließen. Seit Einführung der Ökopolizei im vergangenen Jahr und die Aufforderung an die Bevölkerung, Verstöße direkt zu melden, ist dies zu gefährlich. Das Dynamo-Radio wird gekurbelt, um die Nachrichten zu hören. Bundeskanzler Habeck, Umweltministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Hofreiter müssen eingestehen, dass die Klimaziele für 2030 leider doch nicht erreicht werden. Man sei aber auf dem richtigen Weg. 3, 2, 1. Punkt 18 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben die ersten Prognosen für den heutigen Wahlabend. Der christdemokratische Klimaunsinn muss schwere Verluste hinnehmen und erreicht nur noch 14,8%. Auch der schwachsinnsdemokratische Klimaunsinn muss starke Verluste verzeichnen und erreicht nur noch 9,2%. Mit 41,3% hat der grün-kommunistische Klimaunsinn starken Zugewinn. Knapp über der 5%-Hürde haben wir den liberalen Klimaunsinn. Und auch der sozialistische Klimaunsinn muss mit 5,2% knapp oberhalb der 5%-Hürde an diesem Abend noch ein wenig zittern. Zugewinne bei der alternativ gesteuerten Opposition und mit 16,2% ganz klar drin. Die anderen Parteien haben mit 8,2% Zugewinne, scheitern aber an der 5%-Hürde. Wir schalten nochmal zurück in unser Wahlstudio. Dort wartet schon unser Reporter mit einer Vertreterin des grün-kommunistischen Klimaunsinns für eine erste Stellungnahme.
Was denken Sie über den Erfolg des grün-kommunistischen Klimaunsinns? Es soll ja eine starke Wählerbewegung der schwachsinnsdemokratischen Klimaunsinnigen gegeben haben. Also, darüber wollen wir uns heute Abend keine Gedanken machen. Aber eins ist klar, wir haben hier ein starkes Signal für den Kampf gegen rechts. Wir nehmen den Wählerauftrag sehr ernst. Die derzeitigen Prognosen lassen ja geradezu davon träumen, dass der grün-kommunistische Klimaunsinn und der schwachsinnsdemokratische Klimaunsinn in einer Koalition den Kanzlerbunker besetzen. Es ist ein klares Signal im Kampf gegen rechts. Und wenn es rechnerisch möglich ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, mit dem schwachsinnsdemokratischen Klimaunsinn als Juniorpartner und Robert im Kanzlerbunker diesen Auftrag wahrzunehmen. Wir müssen aber erst in Konsolidierungsgesprächen ausloten, ob wir mit dem schwachsinnsdemokratischen Klimaunsinn ausreichend Schnittpunkte haben. Denn nur so können wir die Position des grün-kommunistischen Klimaunsinns auch durchdrücken. Wie müssen sich die Wähler einen Kampf gegen rechts in einer möglichen Koalition zwischen grün-kommunistischem Klimaunsinn und schwachsinnsdemokratischem Klimaunsinn vorstellen? Im Schattenkabinett ist Claudia Roth eine heiße Kandidatin für das Amt der Bundesjustizministerin, sodass der politische Stillstand im Kampf gegen rechts keine Hürden mehr zu befürchten hat und wir damit ganz neue Meinungskorridore legen können, um so den Reformstau abbauen zu können. Werden Sie auch gegen linken Terror vorgehen? Da müssen wir zunächst einmal um Mehrheiten werben, aber es ist nicht der primäre Wählerauftrag. Vielen Dank und wir geben mal zurück ins Studio. Vielen Dank. Hier haben wir mal ein vorläufiges Tortendiagramm ohne die übliche Zahlenkosmetik erstellt, um einmal die mögliche Koalitionsoption nach den ersten Prognosen auszuloten. Eine Koalition zwischen grün-kommunistischem Klimaunsinn und dem schwachsinnsdemokratischen Klimaunsinn wäre derzeit möglich. Mit den Farben ist das jetzt ein wenig ungünstig, weil da ein Braun bei herauskommt. Aber es ist mit 50,5% die absolute Mehrheit. Ah, ich höre gerade, ich soll an unseren rasenden Reporter abgeben. Er hat dort bei sich eine Vertreterin des sozialistischen Klimaunsinns am Mikrofon. Danach benötigen Sie nur Grün und Rot, um die braune Farbe zu bekommen. Moment, das war ein Schaltfehler. Wir probieren es noch einmal und geben ab an unseren Reporter. Wie erklären Sie sich die großen Zugewinne des grün-kommunistischen Klimaunsinns und das schwache Abschneiden des sozialistischen Klimaunsinns, insbesondere hinsichtlich der Tatsache, dass Ihre Wahlprogramme sich nur marginal unterscheiden, oftmals nur in der Kommasetzung und in der Rechtschreibung? Zunächst einmal ist es ein Schock für den sozialistischen Klimaunsinn, den wir erstmal verdauen und analysieren müssen. Aber die Wahl ist ein starkes Signal gegen rechts, dass wir aus einer starken Rolle der Opposition gemeinsam mit der nächsten Regierung als Wählerauftrag verstehen. Und ich befürchte, dass der grün-kommunistische Klimaunsinn unsere Position nicht nur übernommen hat, sondern auch medial deutlich besser vertreten konnte, ohne zum jetzigen Zeitpunkt eine genaue Analyse dazu liefern zu können, wieso unsere Position im grünen Kostüm besser funktioniert. Nach derzeitigem Stand sieht alles nach einer Koalition zwischen grün-kommunistischem Klimaunsinn und schwachsinnsdemokratischem Klimaunsinn aus. Aber der Abend ist noch lang und wir wissen nicht, welche Überraschungen noch auf uns warten. Ist der sozialistische Klimaunsinn bereit, als Mehrheitsbeschaffer in ein Grün-Rot-Rot-Klimaunsinn-Bündnis beizutreten oder überlassen Sie dem liberalen Klimaunsinn dann den Vorzug? Das ist derzeit ja eine rein hypothetische Frage. Aber wenn nach der Zahlenkosmetik eine Grün-Rot-Rot-Klimaunsinn-Koalition rein rechnerisch nur möglich ist, dann wären wir uns der Verantwortung bewusst, die wir dem Wähler gegenüber haben. Und würden auch wegen unserer Regierungsverantwortung den Kampf gegen rechts, den Kampf gegen den Kapitalismus und den Kampf der Klimakrise führen. Allerdings nicht um jeden Preis. In solch einer Koalition könnte ich mir Robert im Kanzlerbunker vorstellen. Jedoch zu der Bedingung, dass Dietmar Bartsch als Innenminister und Katja Kipping als Finanzministerin fungieren. Den liberalen Klimaunsinn gilt es in solcher Konstellation auf jeden Fall zu verhindern. Auch wenn er sich seit seiner Gründung als inhaltloser Mehrheitsbeschaffer ohne eigene Position mehrfach profilieren konnte. Können Sie uns ein Land auf der Erde nennen, wo der Sozialismus zum Vorteil der Bürger bereits funktioniert hat? Moment, mein Telefon klingelt. Könnten wir das Interview später weiterführen? Ja, vielen Dank. Soweit hier von uns. An der Stelle, wir geben zurück ins Studio. Vielen Dank. Wir haben jetzt hier bereits die nächste Hochrechnung und es wird tatsächlich noch etwas spannender. Aber schauen wir uns zunächst die Zahlen mal an.
Der christdemokratische Klimaunsinn hat demnach 17,8% und kann damit, laut erster Prognose, 3 Prozentpunkte zulegen. Der schwachsinnsdemokratische Klimaunsinn hingegen baut mit 7,2% seine Verluste weiter aus. Der grün-kommunistische Klimaunsinn ist mit 37,0% nach wie vor der große Gewinner, muss aber auch einige Abstriche machen. Der liberale Klimaunsinn ist mit 5,1% nach wie vor knapp oberhalb der 5%-Hürde, genauso wie der sozialistische Klimaunsinn mit 5,2%. Zugewinne bei der alternativ gesteuerten Opposition, jetzt sogar mit 18,7% die zweitstärkste Partei. Die anderen Parteien haben zusammen 9%, scheitern aber an der 5%-Hürde. Oh, ich höre gerade, dass unser Reporter jetzt einen Vertreter der alternativ gesteuerten Opposition am Mikrofon hat und wir schalten mal schnell rüber zu ihm. Einen großen Anteil der blauen Farbe erhalten Sie einen umbrabraunen Ton. Wie Sie sehen, haben wir technische Probleme. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wie zufrieden ist die alternativ gesteuerte Opposition mit dem Wahlergebnis? Immerhin sind sie nach derzeitigen Berechnungen die zweitstärkste Kraft. Nach derzeitiger Hochrechnung sind wir parteiübergreifend sehr skeptisch, was die Zahlen angeht. Und grübeln, in welchem Zimmer die wohl ausgewürfelt worden sind. Ich möchte daran erinnern, dass bei den letzten britischen Parlamentswahlen nur ein Sitz an den grün-kommunistischen Klima-Unsinn ging. Was natürlich ein gigantischer Standortvorteil für Wirtschaft, Forschung, Innovationen, Arbeiter und Zukunftsprojekte bedeutet. Wäre es demnach nicht besser, es würden gar keine Sitze mehr im Wettbewerb der Gauner verlost? Wie meinen Sie das? Naja, ich meine eine Abkehr aus dem System der kollektiven Dummheit, in dem sich Menschen dazu verleiten lassen, sich durch Wahlen entmündigen zu lassen und ihre Stimme zu verlieren, indem sie sie auf andere Personen oder Parteien übertragen. Nein, das weisen wir zurück. Die Demokratie ist wichtig, damit das System laufen kann. Sagen Sie das als Mensch oder als Netto-Profiteur? Nein, wir von der alternativ gesteuerten Opposition stellen unsere individuellen Interessen zurück und nehmen den kollektiven Willen, den das Volk durch Wahlen bekundet hat, sehr ernst. Mark Twain hat sich mal selber gefragt, ob die Welt von einigen Klugen regiert wird, die uns für dumm verkaufen wollen, oder von einigen Schwachköpfen, die es ernst meinen. Welche Position nimmt die alternativ gesteuerte Opposition dabei ein? Wir meinen das ernst. Demnach also die Schwachköpfe? Nein, wir wollen klug regieren. Also die Menschen für dumm verkaufen? Das führt jetzt wirklich zu weit. Wollen Sie das Interview medienwirksam abbrechen und Protest spielen oder geben wir ohne solch ein Spektakel ins Studio zurück? Wie Sie wollen. Mir ist beides recht. Sie müssen dann halt jetzt nur mit der Inszenierung beginnen. Nein, geben Sie einfach mal zurück ins Studio. Gut, gut, wir geben zurück ins Studio. Lügenpresse. Wenn zwei Berufspolitiker aus dem Wettbewerb der Gauner sich in einer Fernsehshow gegenseitig das Lügen vorwerfen, dann hat der Moderator der Show es einfach. Er gibt einfach beiden recht und hat somit die Wahrheit ausgesprochen. Durch die Aufspaltung der Wähler in das politische Parteiensystem können wir sie dazu bringen, ihre Energie für Kämpfe aufzubrauchen, für Fragen, die keinerlei Bedeutung haben. Zitat Montagu Norman, Gouverneur der Bank of England. Solch einen Kampf kann man derzeit auch öffentlich bei den alternativen Klatschaffen beobachten. Zum einen ging es wohl hoch her beim eher neomarxistischen Magazin CanFM und zum anderen gibt es eine öffentliche Auseinandersetzung zwischen dem Pseudo-Anarchisten Oliver Janich, der eher so eine Art Wahlhelfer der AfD darstellt, und Dirk Pohlmann und dem neomarxistischen oder neokommunistischen Magazin Exopolitik, wo man sich gegenseitig mit Anwälten droht. Exopolitik ist so eine Art religiöse Vertretung für alle UFO- und Aliengläubigen, die ihr Publikum bereits seit Jahren ordentlich einseifen. Hierbei kam es jetzt jedoch zu einer interessanten Aussage von Oliver Janich bezüglich der Agenda, die hinter Exopolitik steckt. Was sind die zwei Themen, die das Exo-Magazin covert? Unter anderem, aber jetzt, also das Hauptthema sind Aliens, das ist das Hauptthema. Das andere große Thema, was sie jetzt propagieren, ist dieses menschengemachten Klimawandel, also die globale Klimakatastrophe. Als Exo-Magazin vertritt die beiden großen Themen, die laut dem Report from Iron Mountain dazu führen könnten, dass die Menschen eine Weltregierung akzeptieren. Beide. Und es werden nur zwei genannt. Und die eine Theorie ist nachweislich falsch, die vom menschengemachten Klimawandel.
Jeder sollte sich die cui bono Frage stellen. Wem nützt es? Wer hat einen Vorteil davon? Ist es nicht so, dass Exopolitik die NWO-Klimaagenda fördert? Pumpen Sie die Evolutionslüge nicht ordentlich mit Ihren UFO- und Alien-Hype auf? Betreiben Sie keine Weltraumpropaganda für den militärisch-kriminellen Komplex und benennen genau von dort Ihre Zeugen? Pflanzen Sie Ihrem Publikum nicht linkssozialistische und kollektivistische Ideen ein? Wird die kommunistische Diktatur in China nicht permanent als Zukunftsmodell beworben? Vergiftet insbesondere Dirk Pohlmann nicht permanent den deutschen Geist mit einer anhaltenden Schuldzuweisung? Wird das Publikum nicht als infantil und zurückgeblieben dargestellt, weil sie die neue UFO- und Alien-Religion nicht begreifen? Gibt es keinen permanenten Kniefall vor Putin und Russia Today als diejenigen, die es ehrlich meinen? Man kann sicherlich noch sehr viel mehr Fragen zu dem sogenannten Freigeist-Magazin Exopolitik stellen, das jetzt als neue Wahrheit vermarktet wird und seinen Ursprung findet bei Leuten, die eine ganze Zeit lang bequem in der GEZ-Hängematte gelegen haben. Wenn es einen Beweis gäbe, der Sie wirklich überzeugen würde, dass der menschengemachte Klimawandel real ist, was wäre das? Ich stehe dem aufgeschlossen gegenüber. Ich bin nicht überzeugt, dass sich das Klima nicht erwärmt. Ich bin nicht überzeugt, dass das Verhalten der Menschen nicht irgendeine Rolle in diesem Zusammenhang spielt. Ich bin jedoch recht überzeugt, dass es nicht katastrophal ist. Ich sehe wirklich keinen Beweis für eine Katastrophe und somit brechen auch alle Vorhersagen zusammen. Die Frage ist, was wird mit einiger Bestimmtheit passieren? Und dann, was schlagen Sie vor, dagegen zu tun? Ich denke, das wäre besser als, haha, ich habe diese Studie hier. Und sie beweist daher, dass wir die gesamte Wirtschaft auf den Kopf stellen oder Autos verbieten müssen. Wenn ein politischer Aktivist, da es um diese politische Frage geht, mir ein Szenario umschreibt von etwas, was passieren wird, behauptet, dass die Konsequenzen schrecklich sein werden und mir einige Vorschläge gibt, wie man es angeht, dann würde ich diese Vorschläge erwägen und eine Kosten-Nutzen-Analyse machen, wie es funktionieren würde. Und selbstverständlich würde ich erstmal die Wahrscheinlichkeit erörtern, ob diese Vorhersage zutreffen wird. Bis jetzt habe ich jedoch noch nichts von dem gesehen. Ich habe es nicht von Wissenschaftlern gesehen, deren Aufgabe es sowieso nicht ist. Von Politikern habe ich es auch nicht gesehen. Alles, was ich sehe, ist Panikmache und moralische Tyrannei. Sie verbreiten die Theorie, dass die halbe Menschheit unsere Erde zerstören würde. Ich sehe auch noch einen Müllhaufen von verfehlten Vorhersagen. Wenn Sie also etwas Bestimmtes haben, bin ich gerne bereit, es zu erörtern. Also sollte das Motto unserer nächsten Kampagne sein, dass wir damit beginnen, Babys zu essen. Wir haben nicht genügend Zeit. Es gibt zu viel CO2. Ihr alle verschmutzt die Umwelt. Liebe Kunden, heute bei uns im Angebot. Martha Herren- oder Damenwürstchen, 200 Gramm Packung, 1,99. Würziges Mädchencurry 36, das Original aus Berlin. Die Currywurst vom Berliner Kannibalenimbiss, ideal für Grill und Pfanne. Die verschiedenen Sorten hier in der 595 Gramm Packung für nur 4,99 €. Bauernkill Männerspeck, mild über Buchenholz geräuchert oder luftgetrocknet, einfach lecker. 100 Gramm, nur 99 Cent. Frischer Frauenschinken, der ideale Partybraten direkt zum Braten oder Schmoren. Auf Wunsch auch mild gepökelt, hier an der Frischfleischtheke erhältlich. 1 Kilogramm, hier bei uns für nur 4,99 €. Wir wünschen Ihnen einen guten und entspannten Einkauf. Also Sie sagen, wir sollten die Kinder essen? Absolut, wir nehmen hier Bestellungen entgegen zum Ausfüllen fürs Erntedankfest. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Das ist wirklich so ein Scheißdreck. Verdammt, ich habe die kollektive Psychose ausgelöst. Ihr seid meine Jünger. Und ich bin die Führerin, die Anführerin des Klimawahns. Und ihr nennt diese verfickte Abzocke nun einfach CO2-Steuer? Nicht mit mir. CO2-Steuer, das klingt doch für den Arsch und wird beinahe nicht würdig. Ich wollte, dass es als Greta-Steuer in die Geschichtsbücher eingeht. Den ganzen Tag habe ich die Klatschaffen am Arsch.
Den ganzen Tag, weil meine bescheuerten Jünger Selfies mit mir. Ich bin langsam extrem angepisst und verliere allmählich meine Beherrschung. Wie könnt ihr mir das antun? Greta Steuer sollte es heißen. Greta Steuer und nicht verfickte CO2-Steuer. What the fuck? Aber darüber hinaus kann ich nichts Sektenhaftes entdecken und ich bin Wissenschaftlerin. Der Philosoph, Mathematiker und politische Aktivist Bertrand Russell, 1872 bis 1970, sagt, Ausbildungssysteme sind nicht entwickelt worden, um echtes Wissen zu vermitteln, sondern um das Volk dem Willen der Herrschenden gefügig zu machen. Ohne ein raffiniertes Täuschungssystem in den Schulen wäre es unmöglich, den Schein der Demokratie zu wahren. Es ist nicht erwünscht, dass der normale Bürger selbstständig denkt, weil man der Auffassung ist, dass Leute, die selbstständig denken, schwer handzuhaben sind. Nur die Eliten sollen denken, der Rest soll gehorchen und ihren Führern folgen, wie eine Hammelherde. Diese Doktrin hat auch in Demokratien alle staatlichen Erziehungssysteme von Grund auf verdorben. Passt das, also wenn man sich wehrt, gewaltfrei? Ich weiß nicht, ich möchte keine Gewalt, aber ich finde auch dort muss man pragmatisch sehen, wie viel Zwang ist nötig, um zu einer Lösung zu kommen, die vernünftig ist. Wir werden dafür sorgen, dass wir sie an die Wand stellen und dass ihre Arbeit erledigen sollen, um unsere Zukunft zu schützen. Wir werden die Regierungen zum Handeln zwingen. Und wenn sie das nicht tun, werden wir sie stürzen und eine Demokratie für unsere Zwecke erschaffen. Wir müssten auf Freiheit verzichten, das tun wir nicht. D'accord, also das ist... Marcus Aurelius sagt, das Ziel im Leben ist nicht, auf der Seite der Mehrheit zu sein, sondern sich selbst nicht in den Rängen der Wahnsinnigen wiederzufinden. Und zuletzt, teuflisch ist, wer das Reich der Lüge aufrichtet und andere Menschen zwingt, in ihm zu leben. Das geht über die Demütigung der geistigen Abtrennung noch hinaus. Dann wird das Reich der verkehrten Welt aufgerichtet und der Antichrist trägt die Maske des Erlösers, wie auf Signorellis Fresco in Orvito. Der Teufel ist nicht der Töter, er ist Diabolus, der Verleumder. Er ist der Gott, in dem die Lüge nicht Feigheit ist, wie im Menschen, sondern Herrschaft. Er verschüttet den letzten Ausweg der Verzweiflung, die Erkenntnis, er stiftet das Reich der Verrücktheit, denn es ist Wahnsinn, sich in der Lüge einzurichten. Arnold Gehlen, Moral und Hypermoral, 1969, Seite 185. Klimaleugner. Die Ökodiktatur, 10 Grundgesetze aus, gesellschaftlichen Geiselhaft, der Staat ist 2 Generationen ruhig gestellt.